So, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin offiziell jetzt im Urlaub. Schön. Ich habe den ganzen Tag heute nochmal richtig rangeklotzt. Deshalb sehe ich auch so fertig aus. Und bin jetzt offiziell im Urlaub. Major wollte was posten. Moment, ich muss mal irgendwie... Ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert. Moment. Wie kann ich denn das jetzt machen hier? Muss dir irgendwie Rechte geben. Ansonsten, Major, schick mir die Sache mal zu. Ah, Paco hat's gemacht. Alles klar. Okay, so funktioniert. Super, super. Wie geht es euch? Die meisten von euch müssten ja jetzt, also die Ferien haben, müssten ab heute Ferien haben, oder? Feuert Martin an. Ja! Herzchen für mich. So, Chris, du kannst mal gleich in den TS kommen, wenn du da bist. Hab dich doch schon gesehen. Du guckst ja bestimmt schon zu. Genau. Ah, endlich Urlaub, Leute. Endlich Urlaub. Ich habe auch richtig die Schnauze voll. richtig geil. Ich muss gestehen, ich habe gestern mit dem Knotosaurus eine Aufnahmesession auf der V4 gemacht. Die ist sehr groß. Hallo Sera, grüß dich. Sie ist wirklich sehr groß. Teilweise sehr hübsch und teilweise echt zum, ja, wie soll ich es nennen, ohne ausfallen zu werden. Also es ist krass. Es ist sehr krass. Und es kam ja heute nochmal ein großer Patch, glaube ich. Ich hoffe, er hat einiges noch gepatcht, weil sich dort zu verpflegen auf dieser Karte ist sehr schwierig, sage ich mal einfach. Also wir sind dezent ausgerastet gestern. Aber ich habe mir gedacht, ich will das Ganze heute jetzt mit euch noch mal ein bisschen erforschen, ein bisschen gucken. Die ganzen Seen, die wir finden, die werden wir zusammentragen. Ich weiß, es gibt schon eine Karte. Ich habe auch schon eine Karte gefunden, aber mit irgendwelchen Rastern drauf. Also es gibt eine... Moment, das muss ich mal gucken. Es gibt mehrere Redwood, Swamp, dann Canyon und so viele Sachen. Auch eine Savanne und sowas gibt es. Finde ich auch ganz geil. Finde ich richtig cool. Die Map sieht ganz nice aus, ja, auf jeden Fall. Die ist aber sehr groß. Sehr groß. Also schwierig. Ich glaube, das geht bis 700 und über 700. Also das ist schon krass, sich da zu finden. Aber müssen wir mit leben. User entered your channel. Hi. Hallo. Ja, hallo. Mit zittriger Stimme kommt er rein hier. Ja. Ja. So, und dann habe ich noch eine kleine Sache. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das zum Anfang des Streames oder zum Ende des Streames mache. Aber ich habe mir gedacht, jetzt sind die meisten da. Und mal eine Frage an euch. Wer würde gerne dieses Spiel spielen, aber kann es sich nicht leisten? Ich spreche jetzt wirklich die Leute an, die noch selber kein Geld verdienen. Also wirklich mal ganz ehrlich sein. Weil ich habe ab und zu mal im Stream gesehen, oh, ich würde da gerne mal mitspielen, aber... noch kein Taschengeld gekriegt oder ich kann es mir nicht leisten. Also wirklich die Leute, die noch nicht arbeiten gehen. Das würde mich jetzt mal interessieren. So, warten wir mal kurz ab hier, was hier passiert. Dann gab es noch ein Update, das lädt bei mir heute nie. Bruder macht LAN-Party. Scheiße. Ja, dann zieh raus den Router, Mensch. Ah, Flower. Wie alt bist du, Flower? Also seid mal wirklich jetzt ganz ehrlich. Wirklich, es geht jetzt nur um die Leute, die sich das echt nicht leisten können und die echt gerne mitspielen würden. Also lasst den Leuten wirklich den Vortritt. Was ist los? Hä? Na los, schreibt. Wir sind nicht gerade die Reichsten. Ah, da sind doch bestimmt noch ein paar mehr Leute, oder nicht? Trauen sie alle nicht, ja. Traut euch. Nico, grüß dich, hallo. Jetzt kommen sie alle rein. Ich müsste es gleich nochmal wiederholen am besten. Also, wer würde das Spiel gerne spielen, aber kann es sich nicht leisten? Ich warte noch. Wie lange musst du noch arbeiten? Ich? Bin noch krank geschrieben. Du bist noch krank, das ist auch schön. Ja. Ich war heute den ganzen Tag unterwegs, jetzt bin ich echt mit durch. Total mit durch. Wird's machen, aber der PC wenig Speicher. Ah, okay, das ist dann doof. Es muss auf jeden Fall bei euch laufen, das ist auch wichtig. Ja, noch habe ich nichts gemacht, Zora. Ne? Ich warte noch ab. Bis jetzt hat sich nur einer gemeldet. Seid nicht so schüchtern, Leute. Ich habe das öfter gelesen. Ich habe das Spiel noch nie. Richtig, richtig. Und die Leute sind wahrscheinlich jetzt nicht da, ne? Das ist natürlich doof. Die meisten haben doch schon Ferien. Ja, eben. Und ich würde das jetzt auch gerne am Anfang des Streams machen, weil ihr dann noch die Chance habt, direkt mitzuspielen. Wenn ihr eine gute Leitung habt und das noch schnell runterladen könnt. Ach, du meinst wie all. Ach so, nee, hab ich schon. Hat das jeder von euch schon, echt? Jetzt will ich mal nett sein, weißt du? Ja, Flower, wenn's jetzt. Dann hast du Glück. Ich meine, du bist ja auch immer da, ne? Flower ist auch eigentlich auch immer da. Gott, was ist es? Hm? Neuer komischer Hintergrund. Das ist geil, ne? Was hast du als Hintergrund? Ich habe so einen Wald letztes Mal gehabt. Ich habe eine komische Höhle mit Blut vorne, so eine riesige Pfütze Blut. Und das habe so ich, das hat Knotosaurus gestern auch gehabt. Ich habe einen Wald, einen dämlichen Wald als Hintergrundbild. Einen schönen Wald haben. Nico, bist in Ausbildung, also Money, Money, Money. Ja, Professor, grüß dich, hallo. Also das Bino und der Giga ja jetzt weg, ne? Wenn sie die Map gechanged haben. Ja. Unsere Dinos sind weg. Außer bei 3. Da ist der Spino noch da. Der Spino und den Spino haben wir noch. Aber wie gesagt, wir wollen V4 erforschen. Also Leute, ich gebe euch noch, wir machen noch 5 Minuten. 5 Minuten machen wir noch. Jetzt kommen nämlich noch ein paar Leute rein hier. Ich wiederhole es jetzt ein paar Mal. Nee, muss ich jetzt machen. Für alle, die jetzt reinkommen, sonst wäre unfair. Wer von euch würde das Spiel gerne spielen, aber kann es sich nicht leisten? Ganz ehrlich sein. Morgen versuche ich, dass ich den alten Sony Vario rausholen kann. Ah, das Notebook, ne? Schwer. Winner, grüß dich, hallo. Alle deine 10 Dinos sind weg. Ih, scheiße. Das ist nur eine Clown. Major. Das ist alles gar nicht mal an. Das ist alles nur eine Clown. Lass mal einen Beitrag. Oh, vielen Dank, Major, vielen Dank. Ich mach mal einen Beitrag, Einschaltungszeichen, oh, Dankeschön, kleiner Dankeschön, als Dankeschön. 3 Medien. Vielen Dank, Major, Mensch. Habe ich, hab ich auf 20 kein Special Alert? Nee. Oh, fuck. Oh, das muss ich noch machen, glaube ich. Danke, Major, vielen Dank, 15, vielen Dank. 10, 25 und 50 und dann 100, ja. Ah, Mensch, Dankeschön, Dankeschön. Dein Vater sagt, es ist unnötig. Wie alt bist du, Flower? Also, so wie es jetzt aussieht, hast du Glück. Kleiner als 3, Max. Ja, danke, danke, danke. Herzchen, Herzchen, genau, Herzchen für Major, Mensch. Ah, was treibst du? Entschaltungszeichen, alte Schule. Ey, Randy, hör auf damit, also. Flower, sag mal, wie alt du bist, bitte. Das ist alles nur geklaut, ja, ist absoluter Ohrwurm, ne? Also das finde ich geil. Prinzen sind geil. Voll alt, oldschool. Oldschool auf jeden Fall. 15, du hast dein letztes Schuljahr. Joa, du bist fast 12. Zora, hast du. Nee, du hast doch wie alt, ne? Verarsch dich. Böses, böses. Ja. So, ich frage jetzt ein letztes Mal und dann entweder dann macht Flower die Power hier. Wie gesagt, das habe ich mir gedacht. Ich wollte auch irgendwas mal wenigstens was Kleines zurückgeben und da ich so oft gelesen habe, ein letztes Mal jetzt noch, wer von euch würde gerne das Spiel spielen, aber hat kein Geld dafür? Es muss auch nicht, ja, das klingt immer so doof, er kann es sich nicht leisten, das klingt immer so bescheuert. Kann sein, dass da jetzt einige dann zurückschreckt oder so, keine Ahnung. Ich spreche speziell Schüler an, die noch kein Geld verdienen. Du hast auch den beknackten Wald, der ist cool. Ich finde das hübsch. Der Wald ist viel schöner als diese Kackblutpfütze. Was soll das denn? Das ist kein Horrorspiel. Ja, wenn sich jetzt keiner weiter meldet, dann kriegt Flower das Spiel. Ganz einfach. Eine Verlosung, ich will jetzt kein großes Ding draus machen, deshalb habe ich das auch nicht angekündigt und auch nicht im Titel geschrieben, weil ich will hier keine Giveaway Schnorrer haben. Ne? Soll wirklich nur für euch sein, für die, die immer hier sind und das wäre wichtig. Newtsaurus, um welches Game geht es? Ja, du bist hier bei The Isle. Aber wie gesagt, Flower ist immer da, eigentlich sehr oft. Von daher ist es, glaube ich, wenn sich jetzt weiter... Wie Eil hast du, siehst du, wenn sich jetzt weiter keiner meldet, dann ist es auch verdient, würde ich sagen. Ne? Dann gönnen wir es Flower mal, denke ich. Wir können heute ja vielleicht Pflanzenfresser spielen. Ich habe mir auch gedacht, wir gehen heute Richtung Pflanzenfresser. Aber glaub nicht, dass du blaue Blumen überall findest. Nee. Bobby, danke für den Host. Danke, danke, danke. So, nö. Also es meldet sich weiter keiner. Ich mache den Weihnachtsmann. Ja, den Bauch habe ich mir schon angefressen, so ein bisschen. Schrecklich, ne? Du bist Kai. Gucke deine Streams immer auf YouTube. Alles klar, bist zum ersten Mal live dabei, ne? Oder? Weil der Name sagt mir gar nichts. Er macht kein großes Ding draus. Ich will einfach nur kurz was wiedergeben. Einfach nur, das ist eine Kleinigkeit. Eine ganz kleine Kleinigkeit. Gut, Flower, dann würde ich sagen, Ferienhype. Ja, ich habe Urlaubshype, Leute. Meine. So, wir fangen gleich an, Leute. Keine Angst, wir fangen gleich an. Bloß ich will das hier noch schnell fertig machen. Flower, adde mich mal bitte auf Steam. Adde mich mal einfach auf Steam, weil ich kann das selber nur noch als Geschenk verschenken. Oh, yeah. Und Chaos, danke für deinen Host. Kadadossa hostet mich auch. Kommt gleich hinterher, glaube ich. Also nicht. Nee, was? Der mit den Feuersalamandern? Oh, yeah. So. Du musst hackern. Ich habe mir selber Urlaub gegeben jetzt. Ich habe die Schnauze voll. Ich war den ganzen Tag unterwegs. Also habe ich auch so geile, sexy Augenringe. Genau, Flower, du hast meinen Namen. Ich muss das ja direkt gleich sehen hier. Dann. Aber ich hau dich danach wieder aus der Freundesliste raus. Ne? Nicht böse sein. Es geht nur um das Geschenk jetzt einfach. Seid ihr alle damit einverstanden? Ja, ne? Laura redet zwar ab und zu mal ein bisschen wirr, aber ist egal. Gehört dazu. Ist auf jeden Fall immer dabei. Gehört dazu. Muskatnuss. Muskatnuss, genau. Sehr aktiv auf jeden Fall. Ist verdient. Hast du kein Steam? Leute, YOLO-Polo. Ach, YOLO, ja. Es gibt eine neue Map in VR. Ja, es gibt die V4 jetzt. Wir müssen noch kurz auf Flower warten. Moment. Geht gleich los, Leute, geht gleich los. Kurz warten. Macht euch ein Bier auf. Urlaub. Macht mir noch ein Cuba Libre, glaube ich. Ja. Boah, Alter. Ja, muss ja feiern, muss ich ja. Aber hier im Stream trinke ich nicht. Den Urlaub. Die V4 ist scheiße, bin viermal mit dem Taco verhungert. Ja, mit dem Taco verhungern ist schon so eine Sache. Verdurstet. wir machen das Beste draus. Wir machen das Beste draus. So, Flower, gib Gas. Hast du noch gar kein Steam, Mensch? Nee. Ja, ach du großer Gott, nein. Nein. Ja, ja. Wie soll ich das jetzt machen? Ich kann dir auch keinen Key schicken, das ist das Problem, weil du kannst es nirgendwo anders. Ich hätte dir das sonst einfach auch einen Key gegeben oder so. Das ist natürlich jetzt total... Hast du echt kein Steam, Flower? Hast du kein Steam? Ich will jetzt hier auch keine halbe Stunde warten, dann müssen wir das ein anderes Mal machen. Dann müssen wir jetzt echt loslegen. Dann wie machen wir das? Flower, dann machen wir ganz in Ruhe, sonst, das schaffst du jetzt nicht mehr. Ich glaube, du hast auch nicht so eine gute Internetleitung, oder? Bevor mir die Leute wieder alle wegrennen hier. Was denn hier passiert gar nichts? Was soll das? Ah, weg hier. Das ist voll doof. Scheiß Streamer. Ich sitze dann nur auf deinem Stuhl. Auf welchen Server wird's denn gleich? Ich denke mal Jurassic Journey 2, ne? Wir gehen wieder auf Journey 2. Da ist mein Giga weg. Giga wir machen weg. Die Schweine auf V4. Die Map ist kacke. Die leckt, die stürzt ab. Nee, die lecken tut die gar nicht. Das ging eigentlich ganz gut. Ich will die aber erforschen jetzt. Wir erforschen die. Das nächste Mal. Flower, pass auf. Wir machen das ganz einfach. Mach dir in Ruhe Steam fertig. Ganz in Ruhe. Dann machst du dir einen Steam, also mach dir auch einen Steam-Account, alles ganz richtig. Und dann schreib mich auf Facebook an. Schreib mich auf Facebook einfach an. Dann weiß ich, wer du bist, dann können wir uns, das können wir auch offline machen. Ihr habt jetzt alle den Beweis, Flower kriegt von mir das Spiel. Ne? Also ich verarsche dich jetzt nicht, du bekommst das Spiel. Mach das aber heute Abend noch, mach dir einen Account. Das können wir vielleicht nach dem Stream dann sogar machen. Das wäre ganz cool, dass wir das schnellstmöglich fertig haben. Und dann kann ich dir das... Also ich schicke dir das dann auf deinen Account, wenn du mich geaddet hast. Dann kriegst du ein Geschenk und das kannst du annehmen bei Steam. Und dann funktioniert das. Das ist eigentlich ganz easy, ne? Ich hoffe, du kriegst das hin. Ich hoffe, du kriegst das hin. Oh, keine Panik. Es ist kein Prank. Nee, was soll ich hier pranken? Prank dich, du, ob ich dir was schenke. Gut, dann fangen wir jetzt einfach an. Wie gesagt, mach dir jetzt in Ruhe schon mal einen Account bei Steam. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Und dann addest du mich einfach. Mein Name ist Martin Spielwiese auf Steam. Du gehst einfach auf Freunde und dann Freunde hinzufügen, wenn du den Steam-Browser aufmachst. Ganz, ganz easy. So. Gut, Leute, dann würde ich sagen, starten wir das Spiel. V4. Gott. Nee. So. Oh. V4 ist aber so frustriert. Ja, nein, die ist wunderschön, die Welt. Die ist toll. Wie gesagt, ich habe sie gestern mit dem Knotosaurus gespielt. Los, oh, jetzt habe ich auch dieses eklige Bild. 12 Leute. So, warte mal, ich muss mal kurz wechseln hier. Nein, habe ich die Dings drin? Oh, ich habe die falsche. Moment. Ich muss meine. Ah, ich muss meine Zähne noch umstellen. Gameaufnahme. Ich habe The Forest noch drin. Bin ja wieder vorbereitet wie. Zack. Guck mal. It's magic. Dam, dam, dam. Er kriegt ja von uns ein Autospendiert. Ja, dann gib mal Gas, ja, Leute, gib mal Gas. Das dauert noch ein bisschen was. Das ist 80 Euro. Ich mach das wirklich mal als Goal rein, Alter. Das ist doch geil. Boah, da kommt keiner mehr wieder. 5. Dann krieg ich nur noch Hate hier. Ja, dann siehst du so, wie die Zahl droppt. Ein. Naja, guck mal, ich krieg den M6 für 150 und hau dafür wie all raus. Ja, ich bitte euch. Ist doch geil. Ist doch Hammer, ne? Ja, Major. Oh, du lädst gerade mit 250 KB, das kenne ich. Ich habe eine. Nee, hört auf, ich habe eine 200.000er Leitung bei Kabel, jetzt Vodafone. Und ich habe die ganzen Tage schon das Problem, also ich hoffe, mein Stream bleibt stabil, dass ich dann mal droppe von einer 200.000er Leitung auf eine 28K Leitung. Geil, ne? Das ist geil. 28K. Mhm. Das ist fast vor Freude. Quatsch nicht so Mist. Los, mach den Steam-Account fertig. Ist mein Nightbot, ist der drin? Ich dachte, der war aktiv, ne? Wieso macht der keine Werbung? Ist das für ein Quatsch? Schreibt mal einer in Caps, bitte. Ich will mal sehen, ob mein Nightbot aktiv ist. So, Jurassic Journey 2. Oh, yeah. Okay, danke für dein Host. Also Jurassic Journey 2, 13 sind da nur drauf. Ist natürlich ein bisschen wenig, ne? Mod und oberster Fürst der Niederlande. Nein, Leute, wir gehen auf Jurassic Journey 1. Da ist nämlich voll der Server. Wir brauchen den Server. Wir gehen jetzt auf 2 oder 1? 2, 1? Ja, mein Dings ist irgendwie nicht aktiv, mein Nightbot. Aber ich habe vorhin schon gelesen, Message... Ah, doch, alles klar, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Jetzt werden sie alle gebannt hier, weißt du? So Leute, wer mitspielen will, Jurassic Journey Island 1, da gehen wir jetzt alle sterben. Und join. Und wir gehen Richtung Pflanzenfresser, ganz wichtig, wir können uns gleich sofort alle einladen. Pflanzenfresser. Nami-Spiel, Digimon. Wer spielt hier? Digimon. Was? Nami. Aha. Los. Zitacosaurus. Oh, ist schon wieder dunkel, ne? Ist aber gleich scheiße. Ich hab einen schwarzen Bildschirm mit. Ich bin gerade durch die Karte gefallen, hat man gesehen, ne? Cool. Hallo. Boah. Willkommen zu Martin Stream. Ich mag das Vieh. Das ist irgendwie total krank. Liegt da was? Nee. Weiß nicht. Du bist dabei, sehr gut. 2 Sekunden früher? Was? Oh. Was? Ich bin durch die Map. Weil durch die Map. Was war denn gerade hier? Bei mir sind ganz viele Nester. Nee, Journey 1 sind wir. Journey 1, weil das ist voll. Es lohnt sich wenigstens ein bisschen. Jetzt auf Journey 1 oder auf Journey 2? Journey 1. Oh Gott, ich bin auf 2. Da ist schon einer. Wer ist das? Wer ist das von euch? Ist das schon einer von euch? Warte, ich muss umloggen. Voll. 1. Hey. Können wir, glaube ich, gar nicht alle mitspielen, Martin. Wieso? Voll. Ist voll? Journey 1 voll? Yep. Komplett voll? Die Anweisungen in 0x. Wir sind überall welche. Ja, ihr müsst immer wieder versuchen reinzukommen. Das geht aber. Da gehen schnell welche raus wieder. Wieso sieht der mich nicht? Hier hinter dir, Schieder. Seid ihr das hier alle schon? Group Invite. Ah, guck mal. Exakt. Major lädt sie alle ein. Ja, irgendwie... Hier sind schon ein paar, aber... Ach, da ist Major. Guck mal. Oh, wir starten alle hier hinten. Wie geil. Aber der Rest rennt gerade weg. Ja, die wollen nicht mit dem mitspielen. Was ein Account, Flower. Super, dann bleibst, Lol, du, bleibst du heute bis zum Schluss? Dann adde mich mal. Adde mich auf Steam, bitte. Freund hinzufügen. Dann kann ich dir das am Schluss des Streams noch geben. Oh, jetzt habe ich den schönen Wald. Boah, der ist schön. Bist du schon in der Nähe hier? Also ich sehe hier schon ein paar. Nein, ja, das Spiel ist gerade gecrashed, einfach weil... So, Major ist schon drin. Cool ist. Wer ist noch alles drin jetzt? Wer möchte dabei sein hier? Gott, das ist Zora sehe ich auch schon. So, Zora? Ich versuche einfach mal einzuladen. Wenn ihr Pflanzenfresser seid, dann passt das ja auf jeden Fall. Wie gesagt, wir gehen alle Richtung Pflanzenfresser. Pflanzenfresser, Lohnwulf. Hm. Connection to the server has been lost. Oh, cool. Was ist denn hier los? Paco sehe ich auch schon. Paco ist schon drin. Achso, das macht Dings schon alles. Okay, weil hier vorne waren gerade noch... Hier sind ein paar Tacos in der Nähe. Was keiner von uns, wie es aussieht. Du bist auch Nico Kuhn. Genau, dich habe ich da auch schon öfter gesehen. Hier. Lass mich rein. Lass mich... Oh, ich bin drin. Nico ist auch da. Komm mal jetzt. Du kommst jetzt, sehr gut. Oh, ja, ich komme immer gerne. Ich hoffe, mein Stream bleibt stabil, Leute. Falls ich einen Disconnect oder irgendwas habe, auf einmal weg bin, wartet 5 Minuten, dann bin ich wieder da. Wie gesagt, ich habe derzeit massive Internetprobleme. Wie edit man Flower? Du gehst, wenn du Steam öffnest, du musst Steam runterladen, installieren, dann öffnest du es. Dann hast du ganz oben steht ein Punkt Freunde. Da gehst du auf Freunde hinzufügen und dann suchst du Martin Spielwiese. Und dann adden. Boom. Muss mal bitte einer einladen. Nee, dich wollen wir ja gar nicht dabei haben. Hallo? Junge, der heißt Biene und esst euch alle auf. Da ist Chris. So, hab dich. Randy ist auch. Randy kennen wir da auch hier, ne? Randy Orton, genau. Lade ich auch mal mit ein. Jetzt sind wir hier. Wir sind schon zu dritt. Wir haben uns schon zu dritt gefunden. Also hier im Wald finden wir auf jeden Fall genug zum Fressen, aber Wasser ist immer so eine Geschichte. Vielleicht kommen wir hier noch mehr rein. Komm nicht drauf. Ja, versuch. Einfach weiter versuchen. Das geht irgendwann. Starskiller, grüß dich. Einer von den 1000 Starskillern hier. Ich werde nicht mitrennen. Da, ich gehe einfach... Ach, du bist fast Spinoff. Schlecht. Da, mein Nightbot macht Werbung. Geil. Besuch doch mal Martin auf YouTube. Neu. Der Bert. Alter, was? Was? Ist doch cool. Ja, komm, lass uns Taco-Liebe machen. Ja, guck mal, ja. Ja. Quiek. Wir sollten nicht so viel schreien, weil uns das Wasser ausgeht sonst. Ich sehe hier nur Paco. Oh, hier ist auch noch einer. Gehört der zu uns oder nicht? Keine Ahnung, ich bin bei Paco, ich sehe dich gar nicht. Du bist bei Paco, okay. Wo seid ihr? Wir sind 709 und minus 676. 9. Wir sind 694. 694 plus vorne? Ja. Und die zweite Zahl? Die 87. Plus 87? Ja. Oh, scheiße. Wasser verliert man nicht mehr beim Brüllen. Nicht mehr? Cool. Sehr gut. Du machst jetzt den Download? Was für ein Download? Flower. Ist das hier? Guck mal, der Waschbär! Waschbär! Tötet ihn! Man kann ja nicht angreifen hier, schade. Nee, beim Schreien geht... Ah, das ist gut, das ist sehr gut. Also wer ist denn das jetzt hier vorne? Ist das noch einer von uns? Weil sonst ziehen wir einfach... Sind alle drin jetzt? Sind auch alle eingeladen? Funktioniert das? Weil dann ziehen wir jetzt hier von dannen. Hier ist schon wieder Sahne. Sahne ist auch drin, cool. Ich glaube, wir haben alle, oder? Energizing. Ah, Energizing. Wie heißt du? Energizing natürlich. Du bist schon eingeladen, Energizing. Du bist schon drin. Ist er jetzt hier bei uns? Ah, Energizing ist auch hier. Jetzt sind wir hier schon zu viert auf jeden Fall. Wo seid ihr denn? Hab ich doch gerade gesagt. Ich würde vergessen. Keine Caps! Nightbot ist böse. 709 war das? Völlig voll der Server. Immer versuchen. Die ganze Zeit refresh und connecten. Das geht eigentlich relativ zügig. Zahlen minus, Martin? Ja. Och, minus 676. Das sind Tages. Boah, dann seid ihr voll am Arsch der Welt. Ja. Da kommt noch eine. Wir sind am Arsch der Welt. Wir müssen eigentlich nur Wasser finden. Das wäre ganz geil. Und blaue Pflanzen. Keine Caps, keine Caps. Newtsaurus, keine Caps, tut mir leid. Das macht der Nightbot automatisch. Bist du jetzt für 600 Sekunden? Bist du gebannt gerade? Ein Timeout für 600 Sekunden? Paco, kannst du ihn mal wieder entbannen? Ich glaube, du müsstest auf seinen Namen klicken, dann funktioniert das, oder? Sonst warte so lange, tut mir leid. Flower hat Steam, das ist gut. Nun füg mich hinzu. Wie gesagt, ich würde dir auch gerne einen... Was ist das denn hier? Block. Ich würde dir auch gerne den Key schicken, aber das funktioniert so nicht. Nee. Ich glaube, das wird sehr schwierig mit dir. Ihr könnt ihn entbannen. Paco, du kannst ihn entbannen, glaube ich, irgendwie. Muss Sera auch nochmal zum Mod machen. So, ich glaube, hier kommt keiner mehr rein, oder? Ich sage, bevor wir hier verhungern, ziehen wir einfach weiter. Ja, er ist getimeoutet, ist er. Kann jetzt gerade nichts schreiben für 600 Sekunden, das ist schon sehr hart. Bitte bleib so lange drin und warte einfach. So, wer übernimmt jetzt die Führung hier? Achso, Yolo kommt noch rein. Okay, dann kommen hier noch ein paar rein. Ist auch geil. You. Murphy's Law, den kennen wir doch. Der Admin. Ach, der hat mich... Ah, alles klar, dann weiß ich, wer es ist. Okay. Wie gesagt, Flower, adde mich auf Steam. Wenn du nicht weißt, wie das geht, google das. Mach's einfach, adde mich. Sonst kann ich dir das nicht schicken. Es sind 7 Leute in der Gruppe, cool. Du hast null Plan. Nächster See steht im Gruppenchat. Alles klar. Wie gesagt, einer von euch muss hier führen. Das wird wieder Major sein. Wo ist Major hin? Ach, da hinten. Folget dem Major. Folget dem Major. Der weiß, wo es lang geht. Ach, hier mit Unban war das. Genau, Sera. Helft da mal ein bisschen. Cool. Oh nein, da kommt irgendwas, was frisst, ne? Irgendwas hat er gerade gebissen, da kam gerade irgendwas. Hört sie sich nach einem Raptor an oder so? Oh, wir haben was. Nein, sag ich gar nicht, Flower, Mensch. Du kriegst das schon hin. Oh, ganz viele blaue Pflanzen. Schön, die brauchen wir jetzt. Du brauchst nämlich nur 2. Dann kannst du gleich zum Dryo evoluieren. Aber ich kann die Pflanzen nicht essen. Doch, das geht. Wie gesagt, so, Flower, dann bleib bis zum Ende des Streams, dann gebe ich dir das am Ende. Ich evoluiere jetzt. Was machst du? Evoluieren. Evoluieren? Evoluieren. Evoluieren. Major. Oh, wir haben gleich Wasser hier. Geil. Und das habe ich gesucht, diesen blöden See. So, das schreibe ich mir auch erstmal gleich auf hier. Machen wir mal wieder selber so ein bisschen aufschreiben. Schön. Das ist ja hier nicht so einfach, Wasser zu finden. So, jetzt müssen wir nur noch evoluieren. Das heißt, wir brauchen Pflanzen. Blaue Pflanzen. Hier irgendwo können wir doch sogar naschen. Placeholder? Your Food? Was? Was war das hier? Im Stand Debug-Monitor. Cool. Ich werde die ganze Zeit gekickt. Achso, du wirst die ganze Zeit gekickt? Das Problem hatte ich aber auch schon mal, dass ich die ganze Zeit rausgeflogen bin. Du kannst blaue Pflanzen fressen auf der Map, aber du kriegst keine Points. Doch muss. Ja. Das hat gestern auch funktioniert. Ich habe gerade 2 Stück gegessen. Kriegst keine Progression Points? Nein. Dann sind die buggy, die Pflanzen. Es hat noch leichte Schwierigkeiten, das Spiel, glaube ich. Aber ich will es mir wenigstens mal ein bisschen irgendwie angucken. Ach ja, wir wechseln nachher irgendwie zu V3, glaube ich. Sind wir schon so viele wieder? Hier, Paco sucht dich. Du bist als Velo gespawnt und kann mich nicht einfach töten. Spring irgendwo runter. Was war das? So, wir rennen einfach Major hinterher, der weiß, wo es lang geht. Hoffentlich. Ihr braucht hier echt nichts zu essen. Bringt gar nichts. Hat aber gestern hat's funktioniert. Also bei Paco... Hype sind drauf, ihr Flaschen, Alter. Jetzt habt ihr ja... Also wo ist ein Punkt, wo man addet? Oben auf, wenn du Steam aufhast, oben links steht Freunde. Da klickst du rauf, dann geht ein Dropdown-Menü auf, da steht Freunde hinzufügen. Da klickst du drauf und dann kannst du mich suchen. Martin, wie findest du Freitag der 13.? Das finde ich geil. Ich habe aber leider keinen Key bekommen. Aber so, was ich mir angeguckt habe, finde ich richtig geil. Vor allen Dingen dieser Original-Soundtrack, dieses das ist so geil. Kriegt man so richtig Gänsehaut, für die, die es kennen auf jeden Fall. Der gute alte Jason. Finde ich ganz cool. Einer ist Mörder und... so wie Dead by Daylight, ne? Bloß halt Freitag der 13. Das ist halt richtig geil. Komplette Crystal Lake. Ja, auch blutiger. Ja, kannst halt übelste Attacken machen. Also Jason kann so einiges. Ich mag Jason. Hier, YOLO. Kann mal einer YOLO hinzufügen? Ja, ne? Bestimmt. Ich werde das auf jeden Fall auch mal spielen. Irgendwann. Ja, wir sind doomed. Ist, glaube ich, gerade noch eine Close Beta, ne? Ihr seid doomed? Vielleicht ist ja auch so ein Riesenlag hier auf diesem Server, dass ihr einfach die Punkte eine halbe Stunde später kriegt. Ja, das wäre... meine Nachtsicht versagt gerade. Was? Sind die Batterien alle oder was? Hä? Was ist los bei dir? Jetzt ist er dunkler, jetzt ist er wieder heller. Ich glaube, die Map funktioniert noch nicht richtig. Nee, hat er ja auch geschrieben. Benutzt auf eigene Gefahr. Ich meine, warum macht er das nicht einfach fertig und packt das dann rein? Warum? Ja, wir müssen ja erstmal jetzt für ihn leiden. Du kennst doch Donny. Donny ist ein... Ja, aber dann hätte er die im Dev-Modus lassen können. Na gut, er muss halt... Ja, oh, hier ist ein anderer, der gerade in den Tod gesprungen ist. Jason will seine Mutter glücklich machen. Ah. Er will seine Mutter nicht glücklich machen. Ich mag ja Freddy immer noch mehr als Jason. Ja, Freddy, ja. Jason ist schon cool. Freddy ist langweilig. Oder Thomas Hewitt. Aber wer ist das jetzt, ne? Wer ist das jetzt? Ein böser Mann. Guck mal hier, das können wir essen. Hier können wir Nahrung, Leute. Was ist das für ein Leck? Wir können hier ein bisschen was naschen. Thomas Hewitt. Auch genannt Leatherface. Alter, ich werde ja zurückgesetzt hier. Beim Fressen fliege ich direkt nach hinten. Was ist denn los hier? Dead by Daylight spricht. Das heißt zwar Freitag der 13. Aber da spielst du doch den Michael Meyer und keinen. Nein, bei Freitag der 13. spielst du den Jason Voorhees. Es sind ganz viele Pacos bei uns, die sich das Bein gebrochen haben, weil die sich umbringen wollen. Der beim Crystal Lake, das Freitag der 13. ist Jason. Der mit der Hockeymaske, das ist Jason. Oder was meinst du jetzt? YOLO hat keine Einladung bekommen. Habe ich dich jetzt einfach... Also ich habe Michael Myers? Wenn du Freitag der 13. spielst, da kannst du doch nicht Michael Myers spielen. Da spielst du doch nur den Jason. Weil Michael Myers ist ja bei Halloween. Freitag der 13. ist Jason, ja. Jason Voorhees. Der im Crystal Lake als kleiner Junge ertrunken ist. Weil ihn die Erzieher nicht beachtet haben. Und er trägt die Maske auch nur, weil er so wunderschön aussieht. Ja. Der wunderschönste Mensch. Ich bleib bei Major. Major! Major Knochen. Fragt, ob er Scream kennt. Natürlich, Mensch. Ich bin mit Scream aufgewachsen. Aber Gott, du hast gesagt, du bist 15, ne? Wann kam Scream raus? Ja, da warst du noch nicht mal geboren. 2001? Oh, nee, 1995? War der in den 90ern? Ja, ja, ich glaube Scream, der erste Teil kam in den 90ern. Krass, ne? Da warst du nicht mal geboren, Digga. Ja. Alter, so alt bin ich schon. Jetzt bin ich frustriert. Jetzt brauche ich einen Bolzen. Ich dachte, du bist doch schon 21. Mhm. Erst. Das ist so krass, wenn man hier Leute im Stream hat, die zu der Zeit noch nicht geboren wurden. Das ist echt hart. Was macht Major da? Oh, du kannst die Fahne essen. Ja, richtig. Das ist... Digga. Sehr cool. Okay. Martin, ich bin... Kano... Fuck... Alles klar, okay. Oh Gott, Kano... Paganax. Kanu Paganax. Okay, jetzt habe ich's. Und von YouTube? Naja, wir brauchen erstmal blaue Fahne, Major. Wir müssen ja evoluieren. Wir brauchen nur 2 Punkte. Funktioniert nicht. Das funktioniert. Wenn wir das machen, wenn Engel reisen, dann funktioniert das auch. Ja, natürlich. Ihr, weißt du, hier, ihr seid ja hier die Beta-Gruppe. Da funktioniert das ja nicht. Ihr habt ja nur Geld bezahlt, damit das funktioniert. Das haben wir alle. Nee. Aber wenn Dondi meint, ihr dürft das nicht mehr fressen und evoluieren, dann dürft ihr das nicht mehr. Der kann mich mal am Arsch lecken. So, weil er gemobbt wurde in der Schule. Ausgesprochen. Ah, alles klar. Okay, cool. Sauer mag Kekse, siehst du. Das geht schon wieder los. Zombie-Killer-Grüße, hallo. Muss eigentlich gar nichts mehr essen. Ich will evoluieren. So eine Taco-Gruppe ist schon cool, ne? Wenn wir wenigstens zwicken könnten irgendwie. Das sind so laufende Beute für alle. Randy hat's geschafft. Kann man einen der Randy einladen. Hier, Shadow ist auch drauf. Achso, manchmal hat das Spiel ein Problem und zwar verschwinden die Texturen manchmal. Knotencode hat gestern nämlich das Problem gehabt, dass die Texturen auf einmal... Ihr kennt doch, ihr wisst doch, wie die Redwoods aussehen in der Ferne, ne? Und so sah alles aus bei ihm. Und dann in der dritten oder vierten Aufnahmefolge hatte ich das Problem dann auch. Es kam einfach so und es hilft nur ein Suizid dann. Nichts anderes. Kannst Relog machen, nichts hilft. Die Texturen sind einfach weg dann. Hast aber gleich ein paar FPS mehr. Mit einer Menge Fantasie, genau. Hast du mich jetzt schon geaddet, Flower? Muss nachher mal gucken. Dann kann ich die wenigstens schon annehmen. Ich sehe das ja dann. Nee, Quatsch, du musst mich noch. Wenn du mich addest, dann sehe ich das hier. Dann ploppt hier nämlich was auf bei mir. Also hast du mich noch nicht geaddet. Einbruch dauert schon wieder ewig, echt? Ich glaube, wir müssen mal auf den Rest warten, ne? Okay. Kommt. Meine Kinder, kommt. Du bist noch dran, das ist schön. Wie gesagt, wenn du mich dann geaddet hast... So, achso, das Major, lag. Dann schick ich dir das Spiel als Geschenk. Das musst du dann annehmen. Das steht da alles, ne? Also nicht ablehnen oder so. Ich weiß nicht, ob die Kohle dann weg ist. Keine Ahnung. Aber eigentlich nicht, ne? Kriegt man das wieder, oder? Ist eigentlich idiotensicher erklärt bei Steam, wenn du ein Geschenk bekommst. Kannst es annehmen und dann... Ab dafür, kannst installieren. Dann kannst du beim nächsten Mal mitspielen. So, ich hatte vorhin schon gefragt, wer von euch hat jetzt eigentlich Ferien? Wolfi, grüß dich, hallo. Also wie gesagt, Flower, ich will das gerne heute Abend, würde ich dir das gerne noch schicken dann. Wolfi, du hast das Spiel doch auch, ne? Der Wald ist so endlos. Aber Leute, der Wald sieht übelst geil aus bei Tageslicht. Der sieht richtig hübsch aus. Wirklich, ohne Scheiß. Richtig nice. Auch die ganzen Bodendetails. Guckt euch das mal an jetzt hier. Die ganzen Pflanzen, die da drauf wachsen. Also er hat schon Gas gegeben, ne? Die ganzen Stöcker und Steine und... Finde ich recht hübsch. Vor allen Dingen, weil es auch eine Savanne jetzt gibt und so. Das ist schon cool. Sind da Savannen-Dinos? Ich habe Ferien bis 8. Januar. Boah, da bin ich schon lange wieder arbeiten. Das ist gemein. Oh, Roxia, grüß dich, hallo. Das ist gerade buggy. Ich glaube schon zum 4. Mal gegen denselben Baum. Es ist... Wir haben nicht gesagt, dass es unproblematisch wird, ne? Aber wir schaffen das. Welcher Server? Jurassic Journey 1, bitte. Und als Pflanzenfresser, bitte. Was ist hier los? Ihr seid doch alle bescheuert. So, guck mal, Major ist schon wieder weg. Das ist Major hinterher. Der wartet hier auf uns. Morgen Nachtschicht. Scheiße. Ich bin ja selbstständig und ich habe mir einfach selber Urlaub gegeben, weil es muss irgendwann sein. Ich habe keinen Bock mehr. Nee, du, das ist schwer. Urlaub heißt für mich kein Geld verdienen. Das ist wirklich... Aber irgendwann ist es halt soweit. Hast keinen Bock mehr. McCain, du musst um 5:20 Uhr aufstehen. Ah, das ist doof, das ist doof. Wie gesagt, dann hau dich hin, Mensch. Kann ich nachvollziehen. Schmeiß den PC an, na dann. Das ist schön. Auf was geht ihr? Shanto oder so? Auf irgendwas. Erstmal auf Dryo. Ich denke mal, wir gehen hier 7... Was denn? 7 Taco sind wir hier bei uns. Wir sind nicht ganz Taco, ja. Ja, und ich denke mal Richtung Shanto, ne? Das ist, glaube ich, ganz einfach. Dryo, also Taco, Dryo, Maya und dann bist du schon Shanto. Also easy, wenn wir mal irgendwann blaue Pflanzen finden, die dann wahrscheinlich sowieso nicht... Wenn die bei euch nicht funktionieren. Nee, die funktionieren bei uns, ja. Nein, funktionieren sie nicht. Doch, doch, ich weiß das ganz genau. Nein. Doch. Nein. Nein, doch. Oh. Aua, Alter. Oh Mann. Du bleibst Maya? Okay, ja, mir ist das egal. Ich versuche Richtung Shanto zu gehen. Der Shanto ist ja tatsächlich größer als der Giga, ne? Ja. Yep. Krass, das ist mir noch nie so aufgefallen. Du hast es. Wie gesagt, ich sehe, wenn du mich addest, dann ploppt er bei mir hier auf. Dann sehe ich das. Server ist voll, warte, refresh ein paar Mal. Das geht rucki zucki. Muss ein bisschen warten, dann ist wieder leer. Ja, nicht leer, aber dann ist ein Platz frei. Das geht immer recht zügig. Ich will hier nur überleben. Ich finde die Performance ganz gut eigentlich. Shanto war höher als die Blodo. Was? Echt? Wow. Stimmt, der ist groß, der Shanto, ne? Außer das Adden. Ja, okay, wie gesagt, wir haben ja noch Zeit. Ich sehe das, wenn du mich geaddet hast. Was sind das hier für Geräusche? Würde nicht so laut sein hier. Es sind bestimmt auch Raptoren im Wald unterwegs. Doch gut, dann hättet ihr gegessen. Lass mal auf den Rest warten irgendwie. Major, dann weiter. Eisern. Wo genau läuft da circa rum? Pff. Wir sind jetzt gerade 620 plus und minus 541. Und ich weiß nicht, wo er uns jetzt gerade hinführt, denn ich sehe Major nicht mehr. Da hinten ist er. Ja. So, ich wurde gerade hinzugefügt. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt gerade Flower war. Flower, hast du mich gerade... Flower, schreib mir mal bitte hier eine PN, ob du das jetzt gerade warst. Nicht, dass sich jetzt hier gerade einer eingeschlängelt hat. Wie heißt du auf Steam jetzt, Flower? Wir wissen, ob du das jetzt gerade wirklich warst. Und das nicht irgendwer abgreifen will. Das wäre mies. Also das warst du jetzt gerade. Du, ich nehme die Leute nicht an. Tut mir leid. Alles klar, ich habe mich schon gewundert. Weil wie gesagt, ich mache das jetzt bei Flower nur, damit ihr das Spiel bekommt. Und ansonsten wird mir das echt zu viel. Dafür ist die Gruppe da. Dafür ist echt die Gruppe da. Da könnt ihr schreiben und reingehen, wie ihr wollt. So nennst du dich, alles klar. Wie gesagt, dann warte ich auf deinen Ad jetzt einfach. Wie gesagt, die restlichen ignoriere ich. Tut mir leid, tut mir leid. Es wird echt zu viel sonst. Warst du nicht Spino auf GR1? Meinst du mich? Nee, ich war Spino und bin noch Spino auf GR3. Auf GR1 war ich... Geil. GR1 war ich gar nichts. Ich war auf GR2, war ich ein Giga, der jetzt weg ist. Aber den Spino haben wir noch. Das heißt, wenn uns die ganze Karte hier anstinkt und wir nachher keine Lust mehr haben, dann gehen wir alle nochmal auf GR3, dann gehen wir nochmal Spino-Fight machen. Oder irgendwie sowas. Oh, eine Höhle. Eine Höhle? Oh, jetzt geht hier, wenn ich nach links gucke, ist Performance im Arsch. Okay, gucke ich geradeaus. Wo ist denn der Rest von uns? Achso, da kommen sie alle. Major, mach mal nicht so schnell, mach mal ab und zu Rast. Randy kann auch nicht progressen. Echt nicht? Ist das... Heute kam ein Patch, gestern konnten wir noch machen. Gestern war easy. Der Patch hat wieder alles kaputt gemacht. Hat Donny wieder alles kaputt gemacht. Ja, als Fleischfresser brauchst du hier auch nicht rumrennen, da verhungerst, weil du nichts findest. Weil keiner uns findet hier im Wald. Ja. Unglaublich. Schrei mal nicht da rum da, so laut da. Da ist der olle Redwood. Klar, dass hier die Performance im Arsch geht. Hier ist richtig ruckelig, wenn ich in die Gegend... Oh, Full Devil. Wie schreibt man... Also ist jetzt auch egal, Flower. Du hast mir jetzt gerade gesagt, wie du heißt. Ich wollte nur, dass das nicht jeder weiß, wie dein Steam-Account heißt. Aber ist egal. Könnte ein bisschen dauern. Stream und Update packt mein WLAN nicht so. Ach so. Ah, alles klar. Wie gesagt, Flower, adde mich einfach. Adde mich einfach auf Steam. Martin, hast du eine 1070? Ich habe eine 1070, ja. Ich habe in dem Spiel im normalen Schnitt, also wenn ich normal rumlaufe, immer so um die 140 FPS ungefähr. Mit Aufnahme mal so 80, 90. Und im Stream bin ich immer über 60. Aber jetzt ist gerade, wenn ich in die Gegend gucke, hier ist es nicht schön. Aber das, wie gesagt, liegt am Spiel. Könnt ihr nicht vergleichen. Die Performance von dem Game ist halt im Arsch. Mit der 1080, siehst du. Und ich habe nur die 1070 und habe fast annähernd die gleichen FPS. Das ist... Das lohnt sich bei diesen Games einfach nicht. Ne? Also da kannst du es nicht mit vergleichen. So fertige Spiele wie Battlefield 1 oder so, da kannst du auf die FPS gehen. Aber das ist ja alles... Engine. Ja, das hier ist alles unoptimierter Mist. Das ist leider so. Und Unreal Engine ist halt Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. Startbereit in ungefähr 24 Stunden. Dann ergibt Gas, Mensch. Machen wir einen 24er draus. Komm, zack. Guck mal, es wird hell, wie schön. Es wird hell. Es ist noch dunkel. Die Taco Gang. Nee. Ruckelfrei, Arma 3 zocken mit der 1080. Nee, so, ich bin mit der 1070 sonst völlig zufrieden. Geiles Teil. Reicht auch. Reicht echt. Wenn ich jetzt hier in die Gegend gucke, ist es rucklig. Hinter mir ist es völlig flüssig. Also vorne ist irgendwas, was noch nicht optimiert ist. Was ist das? Geht nicht durchs hohe Gras! Geht nicht durch hohe Gras! Alles klar, bis gleich, Wolfi. Achso, wir müssen Major hinterher rennen. Mensch, wir rennen hier irgendeinem hinterher. Da hinten ist Major. Und wir sollten uns auch beeilen, denn ich glaube, ich habe schon wieder Halbzeit mit allem hier. Ihr seid doch einem Fleischfresser voll ausgeliefert. Ja, natürlich. Wir können uns weder wehren noch irgendwas. Wir können ihn anschreien. Und zwar so. Gar nichts machen. Lass mich nicht. Lass mich nicht. Lass mich nicht. Findest du mit der Niedlichkeit. Vielleicht hat er ja Mitleid. Der bräuchte noch größere Augen, ne? Und so ein bisschen mehr Fell. Braucht so einen Hundeblick. Ich habe mir gestern noch reingezogen. Besser geht's nicht. Der Film ist auch sehr geil. Wie heißt du auf Steam, Martin? Ich heiße auf Steam Martin Spielwiese. Such Martin Spielwiese, guck dir mein Profilbild an, du weißt, wie ich aussehe. Sexy. Wie auf YouTube, das gleiche Bild. Martins Spielwiese, alles zusammengeschrieben. Such mich, findest mich. Ich möchte jetzt unten das Aufploppen sehen. Ach, guck mal, hier sind unsere Pflanzen. Hä? Nest? Hier ist, wieso ist hier ein Nest? Ich will dem Nest keinen Vorteil geben. Ich kann die Pflanzen nicht fressen, ich soll dann immer nesten. Oh, jetzt geht's. Ja, ich habe einen Progression Point, mein Freund. Ha! Lol. Jawohl, so muss das sein hier. Easy peasy, lemon squeezy. So, ich kann evoluieren. Wie, wo ist das Feld hier? Ich muss mir mal die Koordinaten aufschreiben fürs Feld. 602 und Mine 511. Pflanzen. So, evoluieren. Zack, schon geht das ab dafür. Drüo, dann können wir wenigstens beißen. Du bekommst keine PPs? Also ich hab easy. Also ich bekomme die Dinger. Ich habe 2 Punkte. Es muss funktionieren, Leute. Hier Energizing hat auch. Also versuch mal irgendwie... hier sind genug Pflanzen. Ich hoffe, wir starten jetzt wieder alle irgendwo zusammen. Bekommen wir einfach keine... Ja, was ist denn das für eine Bug? Vielleicht Relog machen? Ausloggen? Nochmal einloggen? Wollen erstmal alles optimieren, anstatt den 100. Dino zu adden. Wieso? Welcher ist jetzt neu reingekommen? Ist doch gar keiner mehr rein, ne? Außer der Giga war der letzte, oder? Schon 7 Pflanzen gefressen. Dann mach mal irgendwie... Die Unreal Engine ist eigentlich nicht schlecht. Die Spiele sind nur schlecht für sie optimiert. Unreal Tournament klappt ja auch. Ja, Unreal Tournament ist aber nicht so groß. Ich habe damals mit der Unreal Engine hatte ich gemoddet, also auch gemappt. Und die war eigentlich mehr optimiert für Innenlevel. Und die Unreal Level, die waren ja meistens Schlauchlevel. Und die waren nie so groß wie diese ganze Karte hier. Also ich hätte die Unity Engine oder die Frostbite Engine genommen. Frostbite würde viel geiler aussehen, würde viel besser laufen. Ist einfach so. Battlefield 1. Ja. What the heck, was? Die arbeiten aber an vielen neuen Dinos, echt? Ja, die müssen hier vieles optimieren, das ist richtig. Aber mein WLAN hat keine Lust mehr. Oh, Winner! Alles klar, wünscht dir auch schöne Feiertage und rutsch gut rein, Mensch. Schade. So, ich kann progressieren. Ich laber hier schon wieder. Grüo, unlock. Bin dann mal weg. Und ich bin an der nächsten Scheißstelle. Ist das da vor mir? Nee, es ist kein Wasser, ne? Ist das Wasser oder ist das Matsche? Ach, guck mal, Nico ist auch schon da. Oh, wenigstens was. Und da ist Major. Jawohl. Ist das da unten Wasser oder ist das nur matschiges Feld? Hey, loggen, schneller, mit Kackspiel. Aber wer ist denn jetzt dichter dran hier? Kommt mal einfach alle zu mir. Kommt mal zu mir. So, machen wir das mal ganz weiter. Muss man dann auf das blaue Feld? Weiß ich nicht. Du musst mich einfach adden. Das ist nicht schwer. Wie ist denn das mit dem Adden einfach? Du suchst den raus und dann hinzufügen, ne? Ja, rechtsklick drauf, hinzufügen. Oder oben kannst du draufklicken, hinzufügen als Freund. Genau, und dann kriege ich eine Anfrage. Ich glaube ganz fest an dich. Wir kriegen das noch hin. Es ist nicht leicht, aber wir kriegen es hin. Heute bitte noch meine Einladung. Du hast eine Einladung? Ja. Warum? Ich habe Relog gemacht, weil ich dachte, ich habe jetzt Points. Nein, habe ich. Okay, kriegst eine Einladung. Gott, die sind alle so weit weg, glaube ich. Ach da, guck mal, Nico habe ich schon. Komm, wir rennen den beiden jetzt mal entgegen einfach. Wir rennen euch mal entgegen. Den Major. Keine Punkte? Was ist das für eine Scheiße? Warum nicht? So ein Dreck, ja, ist wirklich Dreck. Vielleicht andere Pflanzen, ich weiß es nicht. Ja, sie kriegt auch Punkte, was ist das denn? Bei dir sollte es irgendwo blaue Pflanzen geben, hier gibt es keine. Oh, was schreit ihr so? Achtung. Hä? Was? Wer schreit? Böses. Achso. Vielleicht müsst ihr euch auch, müsst ihr euch töten lassen, wirklich. Vielleicht ist euer Char jetzt einfach verbuggt, lasst euch fressen. Tötet euch einfach, vielleicht geht's dann. Das kann ich mir sogar noch vorstellen, dass es dann funktioniert. Dass der Char einfach verbuggt jetzt ist. So wie Knötchen gestern, das hatte mit den Texturen. Der musste auch sterben. Ich nicht ein. Und noch hast du eh nichts zu verlieren. Die ersten blauen PP Rose Pflanzen. Ja, scheiße. Denn ich glaube, tötet euch einfach mal. Könnte echt funktionieren. Auf hier, Frostmap. Die ist so riesig. Die ist so gigantisch, die Karte. Verhungert man noch eher als Fleischesser, oder nicht? Was auf Hinzufügen geklickt. Hab nichts bekommen. Wartet mal ganz kurz. Wartet mal kurz. Wartet mal, Major. Major, stopp, stopp, stopp. Ich muss noch kurz raustappen. Ich tapp mal kurz raus. Geht gleich weiter, Leute. Ich will nur gucken, ob er mich hinzugefügt hat. Doch, da oben sehe ich doch was. Ach nee, das ist noch der andere. Trimaris ignorieren. Ach Mensch, hast du den falschen hinzugefügt. Martin Spielwiese zusammengeschrieben, groß. Das ist die V4, ja. Hätte mich... Warte mal, ich versuche dich mal hinzuzufügen. Ah, gut, da wurde schon erklärt da oben. Wenn die hat 2 Punkte bekommen. Okay, ich gehe jetzt nochmal wieder ins Spiel erstmal. So, aufstellen. Weiter geht's. Wollt mich gerade begatten, der Nico hier. Weißt du, kaum bin ich irgendwie rausgetappt, geht's los. Hängen sie mir schon alle auf den Körper. Danke, Trimaris. Super gut beschrieben. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, das müsste dann hier aufploppen bei mir. Das wird eine schwere Geburt. Das wird eine sehr schwere Geburt. Aber wir glauben ganz fest dran, dass es funktioniert. Ich hoffe, dein Rechner packt das Spiel dann auch. Ich hoffe es. Wie gesagt, ich wollte irgendeine kleine Freude machen. Hab aber so die Befürchtung... Wo denn jetzt hin? Keine Ahnung. Rennen Major hinterher. Major hat meinen Plan. Major führt uns ins gelobte Land. Major ist doch der Mann mit der Karte. So, der führt uns jetzt dahin, wo die blauen Pflanzen wachsen. Wir brauchen nämlich 35 Punkte. Bei dir lag das übel, ja, bei jedem irgendwie so ein bisschen. Aber hier habe ich jetzt wieder richtig gute FPS. Ah, V4, du schöner Teufel. Ich finde die Map so eigentlich gar nicht schlecht, aber da muss halt noch eine Menge gemacht werden. Ist halt echt riesig, ne? Und alleine macht das wirklich gar keinen Spaß. So gar keinen Spaß. In der Gruppe ist geil. Ist hier jemand Fußballfan? Weiß ich nicht. Also ich nicht. Ich nicht. Ich muss mich dann mal vom Mitspielen verabschieden. Das packt Steam Update und die Uhrzeit nicht mehr. Ah, schade. Schade, dann guck wenigstens zu. Ich guck jetzt deinen Stream und zock auf einen anderen Server. Alles klar. Das Frosch. So, das ist natürlich echt schade. Hast du versucht, dich mal zu töten? Vielleicht klappt das wirklich. Hast du dich mal getötet, Chris? Mach ich jetzt. Oder du verreckst da eigentlich von alleine. Du meidest Fußball wie RTL und die Bildzeitung, das ist geil. Ein Riesen-Update, ja, ein Riesen-Update. Ich glaube 2,2 Gigabyte waren das. 3,3. Was? 3,3 Gigabyte. Siehst du, Toni macht auch mit, sehr schön. Jawohl, ich habe mich umgebracht, geil. Ich hoffe, dass das jetzt für dich funktioniert. Wenn nicht, dann schmeiße das Spiel im Mülleimer. Ich glaube, dann wechseln wir nachher auf die V3. Buschi, grüß dich, hallo. Muss man mich wieder in eine Gruppe einladen. Wir sind jetzt minus 623 und minus 634. Cool, ich bin bei plus 600 plus 90. Warte mal, ich lade dich mal fix ein. Wo ist er denn? Chris. Da. Hinzufügen. Du bist jetzt Maya auf der V3. Eigentlich müssen wir den Spino nachher nochmal rausholen. Nochmal ein dick bisschen stänkern gehen. Bevor der nachher auch gewiped wird. Kannst du Major mal nach den Chords von ein paar sehen? So. Ja, frag ihn einfach. Ich glaube, der haut das einfach rein an. Ich laufe jetzt irgendwo hin. Blauer, du hast eine Beschreibung gekriegt. Solltest du echt hinkriegen jetzt. Sonst guck mal auf YouTube, gibt es bestimmt noch Videos zu. Ist ganz einfach mit dem Adden. Sonst kann ich es dir echt nicht schicken, wir müssen befreundet sein. Weil ich das Spiel schon in meiner Bibliothek habe. Oh Gott. Nein! 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 Hast du das Helflock gemacht? Ist ja 0 Uhr. Natürlich habe ich einen Safe-Log gemacht. Nicht. Oh, cool. Fuck, hab ich jetzt wir haben alle nicht gesaved, ne? Wir starten dann wieder am Anfang. Ist, ja, cool. Ist egal, haben wir nur eine halbe Stunde verschenkt. Lach nicht. Auf zu lachen. Nett, dass, wenn, dass der Server das nicht mehr anzeigen würde, das wäre cool, wenn das noch was Leute restarten. Join 1, da ist schon wieder da. Join, zack. Und dann starten wir bestimmt wieder da, wo wir angefangen haben. Also laufen wir nochmal. Easy. Easy, Leute. Kein Problem. Ja, ich bin wieder da, wo wir angefangen haben. Ja, ich auch. Also die letzte halbe Stunde wurde nicht gespeichert. Mhm. Ja, ist doch cool. Das ist ja nice. Weil als Pflanzenfresser regt mich das gar nicht so auf, weil ich eh keine Punkte hatte. Kannst du den Rest auch einladen, wenn er reinkommt? Ja. Okay, also mach jetzt, guck mal, jetzt machen sie, jetzt laden sie mich, versuchen sie mich hier schon alle irgendwie. Muss ich Reject machen? Ja. Da ist Major. Also warte, Twist lädt ein, jetzt, hä, lädst du mich nochmal ein? Ja, du bist vor uns nicht drin. Da ist MS, ah cool. Hier, du musst Dings noch Major reinholen. Also wartet, wartet alle Leute. Chris lädt ein. Chris lädt ein. Kannst du mich adden? Adde mich doch einfach, Lauer. Ich adde dich mal schnell, warte. Oder versuch's nochmal. Es ist... Heißt du auf Steam genauso wie hier? Ich brauch Schoki jetzt. Ich brauch Schoki und Schnaps. Aber noch ein Bier. Ja, meine Kunden haben mir Schokolade gekauft. Ganz viel Schokolade, auch selbstgemachte Schokolade. Hier so ein Päckchen und sowas alles. Das sind sogar Kekse mit Schnaps drin. Geil. Geil. Ich muss jetzt was essen, tut mir leid. Ich brauche jetzt Nervennahrung. Und nachher brauche ich echt noch ein Cuba Libre. Doch, das mache ich mir. Ah, lecker. Schön mit 7-Jährigen. Hm? Oh, das Wasser und gleich blaue Pflanzen. Wenn der Name oben rechts steht, dann gleich wie hier. Hm? Grüß Shadow von mir und sag mal, dass mich der eine alle, also Alu meinst du wahrscheinlich, dann letztendlich doch noch gefressen hat. Das ist doof. Mal bitte ein Nest und lad mich ein. Ich glaube, du kannst hier gar keine Nester machen. Da muss der Server dieses Groves unterstützen, oder? Ich krieg schon wieder keine Progression Points. Ey, das ist doch behindert. Major ist schon wieder nicht drin. Doch, da oben ist Major. Aus 57 Minuten. Ja. Also ich krieg keine Punkte. Keine Links, Kane, keine Links. Du kriegst echt keine Punkte? Nein. Kannst machen, was du willst. Du warst schon tot, ne? Nee. Oh, jetzt fliege ich raus. Connection to the server has been timed out. Ja. Drück mal B. Das hatte ich schon mal versucht irgendwie. Warte, wo rennt ihr alle hin eigentlich? Hier ist... Alle rennen hier irgendwo hin. Alle rennen auseinander. Server ist wieder down? Nö, ich bin noch drauf. Aber bei mir gerade war Connection los. Soll ich jetzt hier mal so ein Nest hinforzen hier? Ich mach mal B. Ja, guck mal, ich kann B drücken. Geht rausgekommen? Ist gerade ein Update rausgekommen? Weiß ich nicht, der joint bei mir nicht mehr. Ich muss hier, glaube ich, mal neu starten. Du wurdest gekickt? Oh, Alter, was ist denn los hier? Wir gehen gleich auf die Dings. Wir gehen echt gleich auf die V3 und gehen nochmal ein bisschen mit dem Spino kämpfen oder was? Drück mal Alt F4. Alle sitzen jetzt irgendwo rum. Kommst nicht mehr auf den Server. Leute, tja, was machen wir jetzt? Wollen wir nochmal auf die V3 gehen und mit dem Spino ein bisschen rumlaufen? Oder wollen wir jetzt hier weiter versuchen? Ich meine, die Hälfte von euch kann nicht evoluieren. Irgendwie haut das hier alles nicht hin, glaube ich. Wäre als Spino ärgerlicher geworden. Aber ich meine, solange wir den Spino noch haben, was kommt denn hier angelaufen? Hä? Randy ist unsichtbar? Ist ja unter der Karte? Was ist denn hier los? Hä? Was ist das denn Scheiß? Nico ist auch irgendwie weg. Irgendwas haut hier ganz gewaltig nicht mehr hin. Also Major ist auch weg. Achso, dann ist der Server wirklich gecrashed hier oder was? Dann wohl V3. Der Spino ist aber vielleicht weg. Ja, wollen wir mal gucken? Ja, das macht ja keinen Sinn. Cool, weil es sonst auch nur noch für wenn du Fleisch isst, spielst du noch für Tötungen Progression Points bekommen. Ah, das ist cool. Das ist ja natürlich toll. Nur noch für Tötung kriegst du dann Punkte. Ah, dann hat er die Idee, so wie das bei den blauen Pflanzen, weil er das so toll findet. Ja, guck mal hier, mein Zahn hat sich verabschiedet. Also meine Grafik hat sich gerade verabschiedet von dem Spiel. Ja, Ger 3 gehen wir. Das ist nur eine Person drauf. Aber wir gehen mal wenigstens gucken, ich will mal gucken. Ich bin da, Brühe. Du bist jetzt V3, ich gehe auch mal gucken. Ja. Brionix bin ich da drauf. Brionix? Echt? Hast du noch nicht zum Spino geschafft? Das oh nein, es ist weg. Was ist weg? Also mein Char ist weg. Haben sie schön gewiped, oder was? Können wir auch gleich Pflanzenfresser spielen eigentlich? Ja, Pflanzenfresser. Wir gehen Pflanzenfresser. Also V3, German 3, Pflanzenfresser. Abmarsch. Ja, das Spiel noch haut das Spiel wenigstens hin. Server gehen gewiped, die Server. Also ich bin drauf jetzt auf dem Server. Ja, ich muss das Spiel neu starten, das hat bei mir gerade nichts mehr gemacht. Das ist krass, bei dem Spiel. Sie bringen ein großes Update raus. Kommt jetzt gerade ein Update? Nee, aber das große Update macht einfach alles kaputt. Crasht alles. Gehen wir wieder ein bisschen auf die V3, schön. Also Jurassic Journey 3 sind wir jetzt. Wir sind zwar alleine hier unterwegs, aber dann rennen wir hier ein bisschen rum als Community. Wir machen eh Pflanzenfresser, Leute. Wir machen jetzt ganz, ganz gechillten hier noch. Da kannst du da oben beim Dreier einfach da auf die Berge gehen, dann bist du innerhalb von einer maximal halben Stunde bist du Schand. Aber wir machen jetzt ganz gechillt noch hier, ganz gechillten Abend. So, Flower, hast du mich jetzt nur hinzugefügt? Ich habe das immer noch nicht gesehen. Wo treffen wir uns? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo wir uns treffen wollen. Ihr joint bei mir auf keinen Server mehr. Oh, das ist cool. Du kommst nirgendwo mehr rauf? Macht gerade bei mir gar nichts mehr. Ist das schon wieder Kacke oder was? Seid ihr jetzt schon drauf? Guck mal, hier sind doch schon wieder Buschi, sehe ich. Randy ist da. Seid ihr alle Pflanzenfresser? Oh, jetzt wurde ich... Connection to the Server has been lost. Ja, Server ist bei mir weg. Was ist denn jetzt los hier? Es kommt gerade ein Update. Jetzt kommt bei mir Network Adding. Adding Server Failure. Jar 3 ist weg gerade. Ja, und jetzt habe ich den Wald als Hintergrundbild. Och Gott, was macht er denn mit seinem Spiel? Dondi! Was macht er mit seinem Spiel? Dondivan Kenobi! Was ist mit dem Server los? Ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht. Er zerstört sein Spiel, der Typ. Wir versuchen immer noch Jar 3 reinzukommen. Oder... das ist einfach alles kaputt. Aber Jar 3 ist gerade... ist weg. Es ist... 800 Leute im Spiel und das Spiel kostet gerade nur noch 16 €. Echt? Ja. Das Spiel wurde runtergesetzt, 20% drauf. 800 Menschen sind da. Blauer adde mich jetzt, verdammt. Muss das jetzt nutzen. Mach ich sogar noch einen Schnapper, siehst du. Nee. Oh, hier, einer. Ist wieder da. Flower. Oh, jetzt kommt. Jetzt geht's. Jetzt funktioniert's. Hold. Ich finde dich nicht mal, Flower. Du bist gar nicht bei Steam angemeldet. Ich finde dich nicht mal. Flower Heropold 1. Deinen Namen gibt's nicht. Ich will dir das echt gerne geben, Flower, aber das muss hier klappen, sonst... Cool, ich bin gleich auf dem Berg gespawnt, wo die blau... Du bist nicht... Musst du deine E-Mail, musst du dich noch bestätigen. Hast du dir Steam wirklich installiert? Flower Heropol. Nicht mal den Namen. Also ich finde dich absolut nicht. Kein, ich finde dich nicht. Da wirst du ja da, Martin. Ja, ich komme. Oh. Wir machen Pflanzenfresser. Wir machen Pflanzenfresser. Alle machen Pflanzenfresser. Was ist eigentlich der Sinn vom The Isle als Pflanzenfresser? Überleben. Überleben, genau. Essen. Sich zu einer Herde zusammenschließen. Liebe machen. Ja. Erzeugen. Mull-Senpai, ganz viel Liebe machen. Das ist das Wichtigste einfach. Nur Liebe. Wir machen eine Kommune auf. Ich bin in einem Nest gespawnt. Wieso bin ich in einem Nest gespawnt? Weil ist so. Wieso bin ich in einem Nest? Was ist denn das für ein Quatsch? Kann ich da jetzt meine Eier reinlegen? Du könntest da Futter reingeben. Da so. Kannst du, glaube ich, da wieder respawnen mit dem Nest. Cool. Wenn du stirbst als Baby. Du konntest dich nicht bewegen. Da musst du Escape mal drücken. Das geht dann eigentlich ganz gut. So, ich lade jetzt Chris ein. Ich hab dich schon eingeladen. Ich hab nichts bekommen. Ach jetzt. Accept. Accept. Und du lädst den Rest dann. Ach, ist schon drin. Okay. Ist einer in meiner Nähe? Natürlich nicht. Doch, Chris. Wieso nicht? Ja. Mir kommt. Es hoch. Ich komme nicht mal ins Spiel rein. Oh, da unten ist auch Wasser. Cool. Versuch's ein paar Mal. Habt einer Madde. Muss Wasser. Jolo. Muss Jolo. Muss ich nicht. Ja, ich will mich hier Zora einladen. Ich mach mal Reject. Zora, also Chris lädt ein. Chris lädt ein. Wieder gecrashed? Das steht, oh, Jolo ist dein Profil ist privat. Ja, du kannst mich ja trotzdem adden. Ja. Du kannst mich trotzdem hinzufügen. Auch wenn es privat ist. Freund hinzufügen. Das heißt nur, dass nicht jeder alles gucken kann bei mir. Ich glaube ganz fest an dich. Wenn zum Beispiel dein Kumpel Giga ist und du Velo, kannst du auch Baby zu Giga werden. Ah? Bist du da oben auf dem Berg? Oh, das ist Sora? Okay, super. Blaue Pflanzen, blaue Pflanzen. Du bekommst wieder keine Punkte? Auch hier nicht? Auf der V3 musst du Punkte bekommen. Und dann hat er das Spiel ja völlig zerwichst, wenn man jetzt selbst auf der V3 keine Punkte mehr bekommt. Da ist ja, hallo? Hallo? Alles kaputt gemacht. Ja, alles kaputt gemacht, oder was? Ja, muss das Spiel vielleicht deinstallieren und noch runterladen. Ja, ich habe ja die Probleme alle nicht. Aber es kann sein, dass ihr den Save-Ordner löschen müsst oder sowas. Kann sein, dass ihr nochmal komplett richtig mit Ordner alles deinstallieren müsst. Hier sind blaue Pflanzen. Das ist also ich habe so krasse Probleme nicht. Toi toi toi. Ich kriege Punkte. Du kriegst Punkte? Nein. Darfst du nicht. Doch. Jetzt kriegt ihr aber keine Punkte. So, Progression. Braucht man nur 2 Punkte für den bekackten Trio? Nein, 500. Ja, ja, natürlich. So. Hier oben sind noch genug Pflanzen. Golden Cookie, danke für deinen Host. Das fuckt ab, ja, das glaube ich dir. Das fuckt richtig ab, glaube ich dir echt. The Isle halt, macht Spaß. The Isle of the Tiger. Dab, dab, dab. Dab, dab, dab. Ich glaube, ich gehe zum Schand. Habe ich voll Bock drauf. Ich hoffe, dass das mit Flower noch funktioniert, echt. Soll er sich ein Video auf YouTube angucken? Gibt es das auch bestimmt als Erklärung mit Bildern und so? Wie gesagt, Flower, ich habe nicht mal deinen Namen gefunden. Hat er denn überhaupt schon seinen Account bestätigt und sowas? Martin muss noch höher. Ich hab schon. Nach da ganz oben, Martin. So, ich habe da schon Pflanzen gefunden. So. Ich sehe dich hier auch schon. Hätte ich jetzt erstmal besteigen. Ja. Nein! Oh, oh. Ist er weg. Oh Gott. Oh, ich bin bei euch in der Nähe. Sehr schön. Nein, das sieht nur so aus. Ja, ich sehe euch doch. Hier den Berg, wo die ganzen Pflanzen sind. Würde ich jetzt begeben. Ich möchte den Saved-Ordner und starte das Spiel neu. Ja, das kann helfen. Auf jeden Fall, ja. Weil der Duo ist so niedlich. Da steht, man muss zuerst 5 US-Dollar ausgeben. Hä? Für was denn? Was hast du dir denn für einen Fake rausgesucht? Nein, muss man, muss man erst Geld ausgeben, wenn man ein Spiel hinzufügen möchte? Keine Ahnung. Quatsch, ein Spiel einen Freund hinzufügen möchte, muss man dann erst Geld ausgeben? Das ist doch Free Steam, dann hat er sich da irgendeinen Scheiß runtergeladen. Oder irgendeinen Fake. Ich glaube, ich schicke dir einfach das Geld per Paypal und dann kaufst du dir V3 oder kaufst dir nicht V3. Musst es halt selber kaufen. Hat er überhaupt Paypal? Hast du Paypal wenigstens? Bitte hab Paypal. Ey, wieso kann ich nicht... Ich kann keinen Unlock machen. Wieso nicht? Weg. Hab ich die 2 Punkte nicht? Oh, ich kann doch jetzt beißen. Ich hab jetzt keine, jetzt krieg ich keine Punkte. Echt nicht? Nö. Ja. Cool. Macht Spaß heute, The Isle zu spielen. Ich krieg keine Progression Points. Oh. Die ist gar nicht mal broken. Ach, Flower hat auch kein Paypal. Oh man, wie kann ich dir denn helfen, Junge? Dann soll er sich auf YouTube ein Video angucken, wie man Steam richtig installiert und fertig. Oder soll's googeln. Oh, das ist Energizer. Wie gesagt, will ich die nicht rollen, ich will dir das Spiel wirklich geben dann. Aber wenn wir so nicht zusammenkommen, ist halt scheiße. Ist halt wirklich scheiße. Du musst, nee, man muss auch nichts ausgeben. Warum soll man auch was ausgeben, um Leute zu enden? Ne? Ja, sicherlich. Kostenloses Spiel herunterladen und erledigt. Man muss wirklich erst 5 Euro ausgeben, um andere zu adden. Aber du kannst ihn hinzufügen. Seit wann das denn? Ist das echt so? Ja, wenn er Geld ausgibt, ich will ihm das Spiel als Geschenk geben, quasi. Dazu muss ich aber mit ihm befreundet sein. Sonst kann ich ihm das nicht geben. Oder geht das auch anders? Weil du kriegst ja keinen Key. Sonst könnte er ja sagen, er macht Steam Key hinzufügen. Dann könnte ich ihm einfach den Key geben, aber das geht nicht. Ich kann es, glaube ich, nur als Geschenk weitersenden. Ein Stream ohne Probleme wäre ja langweilig. Ja. Also ihr seht, ich fresse die blauen Pflanzen und kriege keine Punkte. Ich krieg ja... Oh, guck mal, hab schon wieder 4. Ja, was kann ich jetzt machen? Ich kann ja jetzt nichts machen. Wir können dich totbeißen, ich bin Rüo. Ja, beiß mich mal tot, genau. Komm, beiß mich einfach mal tot und dann ist gut. Und dann hoffe ich, funktioniert das wieder irgendwie. Ja, hier Paco, bei mir sind noch welche, kannst du hier naschen. Wie gesagt, sonst würde ich dir, hättest du Paypal, würde ich dir einfach das Geld geben, dann kannst du das Spiel selber kaufen. Konnte niemand adden, musste erst ein ganzes Game für 5 Euro kaufen. Okay, er hat bei mir blaue Pflanzen, die wo ganz anders sind. Hast du ein Nest gebaut? Ne, ich habe kein Nest gebaut. Demos reichen? Echt? Installier dir mal irgendeine Demo, bitte. Dann kannst du ihn adden, aber er dich nicht. Das reicht... Das ist... Kann man einen Buschi einladen? Wen? Buschi. Wer ist Buschi? Buschi! Wie heißt der denn? Muss nur ein Spiel in deiner Library haben. Wer heißt Buschi denn? Der Buschi. Buschi. Ach, ich kann ihn gar nicht einladen. Wenn man ein Nest baut, steigen die Punkte nicht mehr. Ja, ich bin in einem Nest gespawnt, aber ich habe hier nie ein Nest gebaut. Olaf, grüß dich. Was ist das? Das ist The Isle. Ein Dinosaurier-Survival-Simulator. Weißt du, was das auch toll ist? Was? Akko isst ganz andere Pflanzen, die ich nicht sehe. Deswegen kann man sich die Pflanzen nicht wegessen, Leute. Ach so, cool. Ich brauchte keine Panik zu haben. Ihr könnt euch gegenseitig eure Pflanzen nicht wegessen. Komm, wie groß der ist. Hat er dich tot gemacht? Er hat mich tot gemacht. Boah, Schwein. Oder kannst du mir dafür einen Twitch rangeben? Was für ein Twitch? Ich kann dir keinen Twitch rangeben. Jetzt ein Bot oder was? Mehr kann ich hier eh nicht machen. Ich bin kein Partner auf Twitch. Das ist doch scheiße, du sollst doch mitspielen. Mach mich zum Master. So, jetzt kann ich nochmal den Taco nehmen. Ich bin Mod werden. Ich bin am Triple Lake. Aber bist du ja in der Nähe von uns. Ich sehe aber keinen von euch. Was ist der Schwibbel? Wollen wir nicht wieder nur ändern? Hast du eine Einladung bekommen? Ja, habe ich auch angenommen. Ach nee, das ist gar nicht der Schwibbel, so ein Quatsch. Ich weiß nicht, wo ich bin. Irgendwo anders. 26, 27 Punkte. Nee, doch, das ist der Schwibbler, natürlich. Ich bin auf dem zweiten See vom Schwibbler. Das ist der mit den Felsen hier, ja. Und da, wo wir auch immer waren, am Ende dann bloß, am letzten. Ich bin jetzt in der Mitte von dem See. Der Dürr sieht so geil aus, wie er läuft, ey. Rittersee, blaue Pflanzen. Also muss ich zum anderen See, ja? Sind da blaue Pflanzen, echt? Ach ja, oben, ich weiß. Da habe ich schon mal ein Dryo fressen wollen. Will meine blauen Pflanzen nicht wegessen? Einmal versuche ich es noch. Ja, Flower, mach es, wirklich. Das wäre echt jetzt zu schade. Weil wir können auch noch bis nächstes Jahr warten, wie gesagt. Und das Spiel ist gerade im Sale. Ja. Das wusste ich nicht, aber ist ja gut, wenn es im Sale ist. Günstiger. Nein, mir ist das egal. Ich hätte mir das jetzt auch für 19 noch was, aber... Ja, wenn es gerade günstig ist. So, ich progresse mal. Nee, alles gut, Leute. Du hast es sicher, Flower. Wie gesagt, lass dir Zeit dabei. Wir können das auch gerne nächstes Jahr machen. Mach dir keinen Stress. Wichtig ist auch, dass dein Rechner das packt. Das nutzt dir nichts, wenn du es nicht spielen kannst. Also wenn du da irgendeine Möhre stehen hast, dann wird das eh nichts. Also das wäre dann echt zu schade. Wie kann ich dir denn sonst noch eine Freude machen irgendwie? Dem Werte. Der Server speichert immer, wenn ich meinen Dino verliere. Ja, das ist normal. Mensch, da bin ich schon mal großzügig hier, was? Man sagt, Dauer soll dir seine Steam-ID geben. Ja, das soll Emma rausfinden, wo die ist. Und zack, da bin ich Mayasaurus. Cool. Kann ich das Geschenk auch an Steam-ID dann schicken, einfach? Bist du schon Maya? Ja. Ach, leck mich doch am Arsch. Was denn? Hau ab. Aber ich bin toll gespawnt bei 600. Das ist mir, ja, das ist die Strafe. Die Strafe. Folge dem braunen Pfad. Den in meiner Hose? Bah. Dam. Kopfkino. Ihr habt jetzt alle Kopf... Da unten sehe ich doch schon blaue Pflanzen. Ihr habt jetzt alle Kopfkino. Einen blauen Faden. Und ich weiß, die sind oben auf dem Berg irgendwo, ne? Ist so langsam. Tacobären hüpfen hier und da und überall. Nein. Das sind die Tacobären. Wenn du sie brauchst, das sind die Tacobären. Ihr seid alle schon Maya, das gibt's ja gar nicht, Alter. Der leckt mich am Arsch. Ich bin Taco, ja? Deswegen bin ich ein Waschbär. Ein wunderschöner Waschbär. Ein Taco-Bär? Ein Haschbär. Hat beschlossen, dass wir das auf nächstes Jahr machen. Der ist das nicht mehr im Sale. Doch, wenn Saurian rauskommt, ist die Isle tot. Oder Flower. Ich weiß, was ich dir gebe. Laura, du hast jetzt die Wahl. Warte noch bis nächstes Jahr. Ne, ihr seht das alle im Stream. Ist auch Videobeweis auf YouTube, bla bla bla. Vielleicht gebe ich dir dann einfach Saurian. Bam, bam, bam. Das ist Steam-unabhängig, glaube ich. Das kommt auch über Steam. Kannst auch Saurian. Ich glaube, das kostet auch den Bereich. Also überleg dir das gut. Dann warte lieber noch. Vielleicht ist Saurian wirklich die bessere Alternative. Achso, ich brauche ja nur 2, ne? Und ja. Ich habe 2 Progression Points, yes! Hast du bekommen, oder? Yes! Dann lag's echt an dem Nest wahrscheinlich. Motherfucker. Ja, ich bin in dem scheiß Nest nämlich gespawnt, was ich gar nicht dahin geschissen habe. Also muss man sich das umbringen und warten, bis man nicht mehr... Nein, du darfst nicht fragen, was Saurian ist. Hitstorm incoming. Was ist Saurian? Saurian, nicht Saurian. Nein, google das mal. Saurian wird das geschrieben. Gibt's auch einen YouTube-Kanal zu. Das ist das nächste Dino-Survival-Spiel, was schon 3 Jahre in der Mache ist, wo wirklich Wissenschaftler hinter sitzen. Also wirklich das Nonplusultra an Dino-Survival. Das wird Simulation einfach nur vernichten. Es wird eine Simulation aber, ne? Ihr habt dann auch wirklich nur Bäume, die es auch in dieser Zeit gab und Pflanzen und alles. Die haben da richtig so Blätter analysiert und das ist eine richtige Simulation. Ja, das wird diese Isle einfach platt machen. Ganz einfach. So, wo bin ich denn jetzt? Ich bin doch schon wieder scheiße hier. Ich bin minus 270 und minus 72. Kennst du War Thunder? Jo, kenn ich. Achso, du meinst Bushi. Wird ja gar nicht mehr gefragt hier. Frag mich, wann die Menschen kommen in die Isle. Ja, und die Kannibalen. Habt ihr euch die mal reingezogen jetzt? Also, ja. Dann ist das sowieso hier Fantasy-Action-Spiel hier. Also, ich will kein Fantasy-Dinosaurier-Spiel haben. Am besten können die mich dann auch zähmen und schneiden mir dann Gewehre auf den Rücken oder Raketen werfen und dann kann ich fliegen als Dino. Ein Jetpack ab. Hol mich mal einer ab hier irgendwie. Ich weiß gerade nicht, wo ich hinlaufen muss. Ich kann den nicht abholen. Minus 240 und... Ach nee, plus 103 bin ich. Minus 200 plus 103 ungefähr. Also ich spiele nie wieder Fleischfresser hier in dem Spiel. Ich spiele jetzt nur noch Pflanzenfresser. Hast du gerade geguckt, Flower, nach Saurian? Saurian ist übrigens Unity Engine. Das heißt, das Spiel... ihr kennt ja alle Stranded Deep, oder? Geht auf meinen Kanal, YouTube, guckt euch Stranded Deep an. Saurian hat die gleiche Engine. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie geil das nachher optimiert aussehen wird. Plop. Da blutet Dondi das Loch. Das ist einfach so. Seraxa, grüß dich, hallo. Hier ist bald in dem Spiel Premium kaufen. 30 Tage Premium. Also wie gesagt, Stranded Deep sieht mega hart aus, mega geil. Und das ist die gleiche Engine. Unity Engine ist auch für solche Sachen optimiert. Das sollte gut laufen, wir hoffen es. Einfach, dass das gut funktionieren wird. Kanntest du das auch noch nicht, Major? Saurian? Das müsste doch jeder von euch kennen. Danke, Weihnachtssale. Der Saurian ist halt, das dauert halt noch ein bisschen, bis es rauskommt, ne? Und erstmal kriegen die Leute, die dafür gespendet haben, kriegen das Spiel erstmal. Ach, die Kannibalen sehen schlimmer aus als in The Forest. Ja, irgendwie sehen eklig aus. Wie viele Punkte brauche ich jetzt als Trio? 30? 35? 35. 35? Ja. Stranded Deep ist cool, ja? Also von der Optik her. Das machen ja auch nur zwei Leute. Fledermäuse. Wenn wirklich das, was ich habe, statt 50 Euro nur 23 Euro kosten wird, werde ich mir Saurian holen. Kannst du dir noch, das kannst du dir gar nicht mehr holen. Also wenn es rauskommt, kriegen erstmal die Leute, die dafür gespendet haben. Und dann, also es wird sowas erstmal wie eine Closed Alpha werden. Wenn es dann offiziell kommt, ich denke, ich schätze mal, wenn alles gut geht, Mitte 2017. Aber ich gehöre mit zu den ersten, die es dann bekommen halt. 15 Dollar habe ich gespendet für das Spiel. Und ich stehe sogar in den Credits mit drin. Als Martins Spielwiese. Ja, natürlich. Knotosaurus steht auch drin. Der hat auch gleich gespendet. Wir kriegen das dann halt offiziell gleich zugeschickt, wenn was Spielbares draußen ist. Also denke ich mal, werden wir richtige Alpha-Tester dann sein. Auch schöne Berichte schreiben, das funktioniert nicht, das geht nicht. Ich mache ein Let's Play dazu dann. So ein Fuck hier, Scheißdreck! Aber dann in Englisch, ne? Ah, Google Translate hier. Oh, ich sehe Randy. Randy, warte! Geh zum Redwood, ich bin im Redwood. Bin ich gerade drin. Es läuft, beim Redwood echt entspannt gerade, das Spiel, muss ich sagen. Ich sehe Randy. Nein, jetzt ist Randy weg. Die Schnake, cooler Name. Könnte ich bei euch mitspielen? Ja, dann komm rein, wenn du das Spiel hast. Komm rein. Jurassic Journey 3 ist der Server, kannst gerne joinen. Hier ist Free for All. Jeder kann hier mitmachen. Free for All. Bam, bam, bam. Bringt euch alle um. Jeder kann hier mitspielen. 16 Punkte habe ich schon, ey. Schnake, du bist neu, oder? Ich habe schon wieder so viele neue Gesichter gesehen hier. Ihr Lümmel habt alle noch nicht gefollowt. Drückt das Herz. Das Herzchen. Herzchen, drückt das Herz. Ich habe schon ganz viele neue Namen nämlich wieder gesehen. Viele verpennen das immer. Support ist kein Mord. So, ich möchte meinen Song nochmal hören. So. Ich habe den heute noch gar nicht gehört. Follow. Lädst du mich ein? Du heißt... Bromde. Ja, natürlich. Wenn du aufs Herz drückst. Ekelhaft bin ich, ne? Ich bin ekelhaft. Hast du ein schönes Profilbild, geil. Komm, drücke. Drück es hart, das Herz. Da kommen sie schon alle. Auf jeden Fall können wir jetzt alle... Du musst auch Pflanzenfresser machen, ganz wichtig, damit du auch in die Gruppe kannst. Als Fleischfresser kannst du nicht in die Gruppe. Auch fast im Leckwald. Ich habe hier übelst fette Performance. Richtig gut. Ja? Ja. Alles gefixt oder was? Alles gefixt, kein Problem. Ja, natürlich. Es läuft mega gut heute, echt. Aber die Bäume sind gerade auch. Ja, wo ist denn der Randy hin? Ich brauche noch ein paar blaue Pflanzen irgendwie. Führt mich mal dahin, wo die blauen Pflanzen sind. Hier, Randy sehe ich hier. Randy ist bei mir. Ist er denn so schnell zu dir gekommen? Ich brauche blaue Pflanzen noch. Hat er gezaubert oder? Ich brauche noch 16. Nee, Quatsch, wo habe ich denn jetzt gerade geguckt? 14 brauche ich noch. Randy der Zauberer. Ah, das wollte ich hören. Die Schnarke. Danke für dein Follow. Aber hier ist auch gleich. Mach bitte nochmal, war noch nicht in diesem Auswald jetzt. Ja, wie gesagt, Pflanzenfresser ist wichtig, ne? Bromde. Bromde, bist du ein Männchen oder bist du ein Weibchen? Wird schwer zu sehen. Ah, eine blaue Pflanze. Sag mal. Ohne blaue Pflanze? Wo sind denn hier noch welche? Ich brauche noch welche. Nascht mir mal nicht alles weg hier, 23. Können sie doch gar nicht. Aber das ist schon Wahnsinn, ne? Also bei The Forest, wir haben hier tatsächlich 10 Viewer mehr bei dem Spiel. Aber bei The Forest habe ich 7 Follower gemacht letztes Mal. Vergessen uns einfach die Leute. Die habe ich einen gemacht. Die vergessen aufs Herzchen zu drücken. Du bist Männchen, alles klar, okay, gut. Schnarke, Schnarke ist cool. Da sehe ich doch, guck mal, Bombe ist auch schon da. Führt mich mal irgendwo ins gelobte Land. Ich brauche noch ein paar Pflanzen. Kann doch nicht sein, dass ich hier nicht evoluiere. Ja. Hammer. Martin kann, dass ich Dinos sehe, oder? Was? Ich kann gerade nicht. Martin kann, dass ich Dinos sehe, oder? Was? Weiß gerade nicht, was du meinst. Tut mir leid. Warum sehe ich euch denn nicht genug? Achso, deswegen die Schnarke, weil die Schnarke ja männlich ist. Stimmt. Ah. Das ist das. Okay. Der what? Okay. So. Oh, hier sind blaue Pflanzen bei mir. Ja, schön. Wo bist du denn? Ich bin jetzt im, ach, hier sind auch blaue Pflanzen. Ich habe meine eigenen. Ich brauche deine nicht mehr. Ich bin im Redwood. Ja, sind wir auch. Wir sind im Redwood. Und wir haben hier echt... Ich habe hier echt keine Lags. Was ist los? Ich auch nicht. Obwohl die Bäume so scheiße aussehen. Ja, das ist egal. Aber sonst war hier alle... Ich kann mich hier ganz schnell bewegen. Also ganz schnell drehen. Ich habe keine Lags hier. Was hat er getan? Er gefixt. Dafür die V4 zerstört ist. Die ollen Schnabelviecher. Ich brauche noch 5. Nee, 6. Ich bin mal im Wasser. Dann müsstest du uns auch sehen. Was stimmt denn nicht mit dir, Junge? Stimmt ja mit euch nicht. Schön aus der Gruppe rausgekickt, blockiert. Bist du raus? Du fantasierst, Flower. Hör auf zu trinken. Er ist 14, er darf noch gar nicht trinken. Nee, 15 ist er. Darf er auch noch nicht. 35 Punkte, jawohl, ich progressiere. Junge. Junge. Der Server macht hoffentlich kein Restart mehr, oder? Dann raste ich ein bisschen aus. Und du bist doch auch wieder dann in 20 Minuten, Maya. War noch nicht schon wieder von vorne an hier. Bist du schnell? Mull, Master, grüß dich. Alter, hallo. Wie viele die ganze Mullbande wieder da hier. Echt? Mullmister ist auch da, siehst du. Der ganze Clan ist wieder alle da. Seid ihr denn? Terry ist lustiger. Ah. Wie viele Punkte braucht der Schand? Ah, Mull Mystery ist auch da. Ja, geil. So, ich komme mal wieder rein hier. So, was war das jetzt? Maya, ne? Ja. Wie viele Punkte braucht der Schand? 5000. Lau kein Scheiß, Mann. Jetzt seid ihr alle weg. Ich sehe keinen mehr von euch. Wie sind die Koordinaten bei euch? Bin gar nicht so weit weg. Ich bin plus 223 und plus 70. Gebt mal einer die Koordinaten bitte durch. Hab ich doch gerade. Du bist doch nicht bei uns. Ich? Jetzt wird das auch noch dunkel, ne? So eine Scheiße. Hast du das? Schand braucht 50? Echt? Ja, bist ja Rookie zu... Alter, das ist ja mies. Wenn du denn so schnell einen Schand hast... schon 23 Punkte. So schnell? Und überleg mal, mit einem Giga brauchst du... Wie viele Stunden? 8. Und dann hast du so schnell den... Boah. Gar nicht mal unfair. Center, minus 50, 50. Weißt du, wie lange ich da noch laufe, Mensch? Boah. Bin noch ewig unterwegs. Vorher finde ich noch einen Berg und kann mir noch Pflanzen zutschen. Oh, da oben wächst doch schon was. Guck mal, wie schön das ist. Ja, guck mal, das. Dame. 50 brauche ich jetzt, ja? Die zutsche ich jetzt weg hier. Easy peasy hier. Ich bleib jetzt hier. Oh, das ganze Feld ist voll. Sehr gut. 6,5 Stunden sind Giga, okay. Ich mach's mir hier gemütlich. Und den Schand hast du einfach mal in einer halben Stunde. Ja, wirklich. Dann killt ja auch noch ganz locker die Gigas. Ja, krass, ne? Ja, oder ein einzelner Aggro macht ja auch einfach ja so platt. Aggros laufen ja weg bei dem Schand. Also Schand kriegt die 50, genau 50 Punkte, ja? Oder wie viel brauche ich nochmal? 50? Die Zahl kann doch gar nicht stimmen, oder? Doch, ich glaube 50 waren das nur. Für den Stego und so brauchst du auch 50. Für den Puerta brauchst du so 60 und sowas, ne? Kann mal einer bitte gucken, wie viele Punkte ich brauche für den... Für den Schand. 40 Punkte. Wie viel? Ich hab 40 Punkte jetzt. Guck mal gleich. Das ist anstrengend, die Punkte zu sammeln, Leute. Ja, weil hier überall blaue Pflanzen Schandu sind. 50, doch, wirklich, ja? Okay. Geil. Sind 50, kann ich super. Gleich progressen. Ja, ich auch gleich. Not bad, not bad. Wenn du so eine Schandu-Army bist, ist das auch schon mies, ne? Ach, du kannst ja. Lassen die dich alle in Ruhe, dann fressen die dich einfach nicht. Krass. So, ich bin auch Schandu, 15 Minuten. Alter, wie krass. Das ist einfach nur Crack. Wir spielen jetzt einfach nur noch Pflanzenfresser im Steam. Zack, easy. Naja, wir wollten ja was erreichen, wie gesagt, und wir haben mit im Stream haben wir Spino und Giga geschafft. Und ja, jetzt machen wir Pflanzenfresser, jetzt erreichen wir ganz hart den Schand. Ja, dann gehen wir einfach stänkern. Ich habe mir auch gesagt, jetzt gehe ich immer schön stänkern. Wenn sie mich killen, dann mache ich wieder eine halbe Stunde, dann bin ich schon wieder Schand, dann komme ich wieder. Dann gehst du wieder auf den Sack. Du, wenn du so einen Char hast, der 6,5 Stunden gebraucht hat, dann überlegst du dir das, ob du... Das? Ne, ob du dich anlegst. War ja sehr toll bei euch in der Aufnahme auch. Ist hier Nesting an? Ne, ich glaube nicht. Ich will es jetzt auch gar nicht drücken, weil vorhin habe ich dadurch keine Punkte mehr gekriegt. Die Folge war böse. War sehr traurig. Meine? Ja. Weil Baryonyx weg war? Ja. Ach geil. Ja. Einfach durch einen Serverkick und dann war er weg. Aber da gehst du jetzt auf Pflanzenfresser, ne? Oder nicht? Naja, wart ab. Stell dir das nicht alles so einfach vor. Was? Oh, da bin ich Schand. Cool. Wo bin ich denn hier gespawnt, bitte? Minus 200. Oh, da bin ich in der Nähe von den Triples. Ich brauche noch 5, dann bin ich auch Schand. Schande. Ich bin gleich bei den Triples, glaube ich. Oh, das Martin. Seh dich, Martin. Oh, ja, aber ich evaluiere gleich. Aber du kannst dich hier vollfressen. Aber brauchst du ja gar nicht mehr, du bist das Höchste, ne? Ja. Bin einfach gestorben ohne Grund. Ja, siehst du. Doch nett. So, 51 habe ich. Mach mal progressieren. Ach, warum bin ich jetzt bei Major in der Gruppe? Last Christmas I gave you my heart. Danke für den widerlichen Ohrwurm jetzt. Bäh. Jetzt höre ich das die ganze Nacht wieder. Last Christmas I gave you my heart. Ach. And the very next day I gave it away. This year. Oh Gott. I gave it to someone special. Ja. Es tut mir leid, Leute, es ist spät. Müssen wir ihn auch mal bitte einladen. Major hat mich falsch eingeladen. Ich muss doch hier so einen Weihnachtsmann essen, warte mal. YOLO, hau rein! Schlaf gut. Oh, die sind geil, die Dinger hier von Lind. Süße Weihnachtshelfer. Was wollen wir mal den Kunden damit sagen? Die Schweinchen, die. So, hart erarbeitet. Evoluiert, Martin. Und fertig. Also ich Bromde. Bromde ist bei mir in der Nähe. Minus 200. Es ist noch viel zu hell. Ich kann die scheiß Nachtsicht noch gar nicht anmachen. Wo treffen wir uns als Schandu? Weiß ich nicht. Den neuen Sound? Sind wir jetzt alle... Paco ist noch nicht. Kannst du Paco mal wieder einladen? Lol, der hat einen neuen Sound. Den einladen? Wen? Wie gesagt, schlaf gut. YOLO. Ja, Lind, natürlich. Beste Schokolade gibt's nur von Lind. Hier, Lind. Give it to me, baby. Bromde. Was ist Bromde eigentlich? Irgendwas Kleines. Wieso ist Bromde noch ein Taco? Ah, der ist dabei. Hm? Vielleicht mag er den Taco. Ach nee, der ist was anderes. Der ist ein Palicephalo. War das Pali? Was? Wie hieß denn der Mönch nochmal? Palifazaurus? Palicephalo, ne? Palicephalo. Schand hat 2 Attacken. Ja, der kann doch auch noch auf 2 Beinen laufen, ne? Wie war das irgendwie auf J? Der läuft auf... Schnell läuft er auf 2 Beinen, ja. Also der kann stampfen mit den Vorderbeinen. Ja, du kannst ihn aber auch aufrichten. Wie war das denn nochmal? Irgendeine Taste, dann geht er allgemein auf 2. Alles zum Triplesee. Beste Schokolade. Es schmeckt einfach gut, ja. Was ist nun los? Was ist ein Major schon wieder mit seinen Links, Alter? Pachycephalo, genau. Ach, der Mönch. Genau. Dann will er bestimmt diesen... Was habe ich ihm gesagt? Palicephalo habe ich gesagt. Aber ich meine Pachy, genau. Z, ach so. Passiert nix. Ach doch, cool. Was, wo, was? Z drücken, der läuft auf 2 Beinen. Ja, dann geht er schneller auch. Seine... Ach so, das ist das ganz normale Dings. Genau. Ah. 2 läuft er schneller, ne? Ja. Okay. Wenn er sprintet, läuft er wieder auf allen 4. Walten sich die meisten auf. Den Weg zum Marsch. Also ich laufe Bromde hinterher. Er ist schneller als ich. Dauer wünsche euch frohe Weihnachten. Das wünschen wir dir auch, Mensch. Ah, das ist gut. Nein. Aus. Das nicht. Pfui. Mach das nicht. Mach das Licht aus. Mach das Licht aus. Wieso hast du es nur angemacht? muss Oh Gott. Mann, erschreckt mich doch nicht so. Wer? Der kleine Bromde. Der hat doch dieses Pferdevieh, was eben so geschrien hat. Ne? Ja. Ich bringe mich jetzt um. Ich mach nochmal von vorne. Ich bin hier am Arsch der Welt. Du bringst dich jetzt echt um? Nein. Ich bring irgendwen anders um, den ich jetzt sehe. Warum? Oh, ich hör bei dir das Pferd im Stream. Knife Bill. Knifey Bill? Hey, I buy this game yesterday and I didn't see any dino. I had normal map to back. You played on the V3 or V4 map? Würde mich mal interessieren. Muskatnuss, genau. Jawohl. Guck mal, wie schön das aussieht. Schön. Durchs Wasser schreit on the Notopia Server 65 peoples are free. And you don't see anything? Pflanzenfresser sind doch oft in den Bergen einfach unterwegs. Ja. Ich bin gleich bei den Triples. Wie lange streamst du noch? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, für solange der Rubel noch rollt. Bitte spenden. Martin braucht das Auto. Genau. That's weird. Yeah, maybe I have to learn the water spots. Yeah, the most dinosaurs sitting around the water spots. And waiting for progression. Waiting and waiting and waiting. The triple sees the hottest hotspot. Oder? Ja, ne? Oft, ja. The most dinosaurs are sitting there. Beispiel Center sind ja... And sitting and waiting and waiting. And waiting. Wo bin ich denn jetzt hier, ey? Ja, Drown Maps, Freestyle Coordinates. Ja, genau. In 11 Minuten... Nein! In 11 Minuten endlich tot. Du gehst gleich schlafen, Flower. Wie gesagt, mach das mit deinem Account, klar, ne? Du hast noch einen gut. Wo waren wir jetzt drauf? Jurassic 3, ne? 3. Ich bin gerade vom Server gekickt worden. Achso. Mal gucken, ob dein Charakter... Marsch ist beliebter. The Swamp. Muss mich nochmal einladen. Chrissy Boy. Exactly. Yes. I'm in the group. Aber ich sehe Dings hier nicht. Den Pferdemenschen. Der ist nicht in der Gruppe drin. Den Pferdemensch. Die Bromde. Bromde ist gar nicht drin. Wo Bromde? Was? Nee, Bromde ist gerade weg. Wo ist Bromde hin? Nee, das ist ja wieder da. Hä? Der hatte wahrscheinlich auch einen Kick, wa? Da hinten kommt, glaube ich, irgendwas. Wo seid ihr alle? Ich will jetzt euch. Das oh nein! Nein! Nicht schon wieder, ich lese einfach mal vor. Das Bombe. Last Christmas. Hat Chris eine Brille? Natürlich. Oh. Aschenbechergläser hat er im Gesicht. Ja, immer. Hast du eine Brille? Nö. Er ist naturblind. Gut, hier lasert. Was ist denn... Marsch ist gegenüber vom Triple. Ach so. Wie gesagt, ich habe hier meinen Pferdemenschen. Ich folge dem einfach. Ich weiß gar nicht, wo der hinrennt. Bromde, wo läufst du hin jetzt? Irgendwo hin, er führt dich jetzt in den Tod. Aber Bromde war die Schnarke, ne? Oder? Sehe ich mir durch. Wo bin ich? Ich weiß noch, wo ich mit dem Knotencode unterwegs war und wir dann so ein Pferdevieh neben uns hatten die ganze Zeit. Oh, Knotencode, ich mach den gleich tot, ich mach den gleich tot. Weil er die ganze Zeit gewehrt hat. Oh Gott. Wo bin ich denn? Martin, du bist ganz im Süden. Da will ich auch hin. Im Süden. Wow, cool. Ich verliere doppelt Leben, weil ich... Food und... Ja, das ist normal. Wenn du das alles auf Null hast, dann geht's bergab mit dir. Was macht dein Bombe jetzt? Laufe zum Redwood. Da sind auch noch blaue Pflanzen. Aber wir müssen lang... Ah, alles klar. Ich folge dir einfach. Ich folge dir. Ja. Wo ist denn der Redwood? Welche Koordinaten hat denn der? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe hier gerade nicht durch. Deshalb folge ich ja. Ich bin jetzt auch zu faul, auf eine Karte zu gucken. Der ist so langsam, der Schantu. Es lohnt sich echt noch nicht, die Nachtsicht anzumachen, ne? Es ist jetzt so angenehmer, würde ich sagen. Geradeaus durchs Redwood oder am Strand. Da hinten sehe ich schon die ekligen Redwood-Bäume. Ja. Widerlich. Aber dafür hast du jetzt gute Performance drin. Was ist passiert? Was hat er getan? Hat im Redwood ja eine gute Performance, ne? Und ich hatte hier in dem Spiel jetzt gerade noch keine Nachladelags. Was? Hat er die Karte jetzt echt im Griff gekriegt und will die jetzt aufgeben? Ist mir heute mal aufgefallen, dass ich... Die neue einfach kaputt. Hatte gar keine Lags heute hier in dem Spiel. Also hier jetzt auf der Karte. Ich bis jetzt auch noch nicht, das wundert mich. Hab mir wie all gekauft, musste erstmal Auflösung auf 600, 800 gehen. Um mehr als 20... Was? So krass? What? Das ist aber schon... Also da musst du schon mit einer Kartoffel spielen. Nee, war nicht böse gemeint, war nicht böse gemeint. Was für eine CPU hast du und was für eine Grafikkarte? Das Laptop. Ist schon hart. 600 mal 800 schon. Alter. Mies. Ich bin der Tod für meine Augen. Mich echt mal, hast du einen Zweikerner oder noch einen Einkerner oder sowas? Das würde mich jetzt gerade echt mal interessieren. Ja, du jetzt weißt. Jetzt fehlt die Musik von Akte X. Sag mal, was du drin hast in deiner Kiste. Haust du ab, Flower? Gehst du jetzt schlafen, echt? Ich sehe die Redwood-Bäume. Ja, ich sehe sie auch gerade. Dann schlaf gut, Mensch. Und wie gesagt, adde mich, bitte. Wie gesagt, wir können es auch gerne nächstes Jahr machen, aber das Spiel hast du gut bei mir, ne? Ich weiß ja, du bist ja jedes Mal hier. Du bekommst zu Weihnachten einen neuen PC. Ich kenne da eine Firma, die verkauft Computer. Grafikkarte ist viel wichtiger. Nee. Es kommt drauf an, welche Engine. Welche Engine? Bei Daisy zum Beispiel da hatte ich mit einem 8-Kerner AMD, hatte ich so Probleme bei dem Spiel. Und das war ein richtig, das war der fetteste AMD damals. Und dann habe ich mir halt einen i7 gekauft und dann lief das viel besser. Scheiße. CPU ist genauso wichtig. Hab einen Laptop mit einem Intel Celeron Dual Core 1,5 GHz. Hui. Da kannst du das knicken, da kannst du das sowas von knicken hier. Das hätte ich dir auch vorher sagen können, dass du das nicht. Aber gut, du hast es ja, ist ja egal, du kannst es ja auf einem neuen PC spielen. Kennst du Systemtreff? Sagt mir jetzt gerade gar nichts. Früher gab es mal so eine Seite, meine Hardware-Profil. Da habe ich meinen Rechner damals mal angelegt gehabt. Martin, kennen und leiten ist ein Unterschied. Hä? Kann man bei dir eigentlich auch einzelne Komponenten bestellen? Oder machst du nur ganze PCs? Das kommt drauf an. Ich kriege auch manchmal, aber ich kann auf einzelne Komponenten kriege ich meistens nicht so viel Rabatt. Aber es kommt drauf an. Also ich kann dann gerne gucken. Ab und zu kriege ich auch mal gute Sachen rein. Bei mir lohnt sich das aber eher bei Fertigsachen. Also ich, wenn ich die baue und alles. Bei mir gibt es ja keine Fertigcomputer, sondern die werden von mir zusammengebaut und fertig gemacht. Einzelkomponenten auch ab und zu, ja. Also ich kann zumindest gucken, ob ich es günstiger kriege. Viel zu AMD-Prozessoren. Ich war immer AMD-Verfechter, mittlerweile nicht mehr. Gar nicht mehr. Ich bin jetzt Intel. Ja, Intel. Ich bin auch zu Intel gewechselt. Weil die AMD-Dinger werden zu schnell heiß. Richtig. Das ist auch so eine Sache, ja. Also ich würde kein AMD mehr kaufen, leider. Ich habe AMD immer unterstützt. Ist jetzt auch mein erster Intel-Prozessor, den ich hier drin habe. Deswegen gibt es auf ihrer Seite Flasche Infos. So. Welche Pflanzen kann ich denn als Schand fressen? Also ich habe einen Knotencode, der hat eine 79 drin. Ich habe Unterschiede von bis zu 40, 50 FPS bei The Isle. Meiner 1070. Echt krass. Und Knotencode hat ansonsten die gleiche System wie ich. Hast du echt schon deine Nachtsicht an? Ich hab Nachtsicht an, ja. Ich sehe hier sonst nichts mehr im Wald. Ich kann es ausmachen, es ist dunkel. Das ist ja für den Stream sonst unangenehm, wenn es gerade zu dunkel ist. Aber ich finde, also ich bin jetzt im Redwood. Ich weiß ja nicht, wo ihr jetzt rumhängt. Ich bin bei minus 125, minus 88. Ach du großer Gott. Ich bin 246 und 131. Bombe führt, der frisst aber noch. Weil ich einen neuen PC kaufen und habe bei Intel null Überblick mit den Zahlen. Also Tausender. Also den Tausenderzahlen da. Ich glaube, ich habe Sockel 1151. Mit dem i7 6700. Kannst du mal. Geh einfach runter, dann siehst du meine ganze Hardware. Unterm Stream ist das alles verlinkt. Meine ganze Hardware, die ich drin habe. Da kannst du ganz einfach gucken, was ich drin habe, ja. Einzoomen, Chris. Einzoomen, Chris. Sonst erscheinen die nicht. Hä? Die Pflanzen, die man fressen kann. Also Intel ist zwar teuer, aber ich würde nichts anderes mehr nehmen. Gerade wenn man streamt oder Let's Plays macht oder so, ist das schon... Wie gesagt, ich bin von AMD einfach enttäuscht. Weil das Ding ist auch mehr so sau heiß geworden, meine CPU schafft nicht mal 60 Grad. Das ist unglaublich. Der AMD ist mir bald weggekocht. Obwohl ich mit guter Kühlung gearbeitet habe. Schade, ne? Es ist schade, ja, weil es auch gerade eine deutsche Firma ist, ne? Also, das ist schon schade. Der 6700 ist auf dem 1151, genau. Hm. Das ist ja das gleiche Sockel wie ich. Ja. Das ist ein Sockel. Wie gesagt, ich hatte damals überlegt, ob ich mir den K hole, aber der ist eigentlich nur, der hat ja, ich glaube, 500 mehr pro Kern oder so. Also ja, so krass ist der nicht. Das ist nicht der Unterschied und das musst du auch schon, wenn du so ein Hardcore-Übertakter bist, ne? Wenn du Übertakter bist, ja. Und der hat ja, aber auch gleich ein paar Hunderter mehr gekostet. Da hatte ich mir auch gesagt, genau. Ich habe mir von meinem auch nicht die K-Version geholt, die hat 200 Euro mehr gekostet. Lohnt sich nicht, Leute, lohnt sich echt. Wenn ich jetzt sehe, dass mein CPU hier mit Stream und allem hier immer noch 60% Auslastung hat, dann sage ich, das ist locker. Wozu soll ich dann noch einen draufpacken? Brauche ich nicht. Guck mal in eure Richtung, glaube ich. Ich fresse auch mal so ein Pflänzchen hier. Einfach wieder Bäume essen können, oder warum kann man nicht einfach Gras essen? Der i3 6100 ist gar nicht mal schlecht. Nö, das ist auch okay, aber ich würde schon, wenn man hier zocken will, schon Richtung i5 gehen. Also i3 für so einen Office-PC würde ich machen. Oder auch so ein Celeron reicht, aber i3 kostet ja meistens nicht mehr viel. Also i5 würde ich hier schon mindestens nehmen. Aber wie gesagt, das Spiel ist auch nicht optimiert, Leute. Das ist auch so eine Sache, ne? Kann man noch so einen geilen PC haben, wenn die Games nicht optimiert ist, dann optimiert sind, dann könnt ihr auch mit der Kartoffel spielen. Das auch. Soll ich einen Yuvi killen? Ja, mach. Ist egal. So wie du Spaß hast. Soll ich? Empfehlst du die? So, ich glaube, ich werde jetzt gleich allein gelassen. Ich glaube, Bombe evoluiert. Ich bin jetzt 211 und 138. 111. Nicht die blauen Pflanzen fressen. Doch, die bringen auch Nahrung. Aber nur einen. Echt? Okay. Ich hab einen Gaming 7 mit wassergekühlten K9 Chipsatz. Getaktet bis zum Geh nicht mehr. Versuch die mal zu finden, mal denn. Yeah. Ja, getaktet habe ich früher, ganz viel. Die alten AMD-Prozessoren, die konnte man noch takten mit einem Bleistift. Aha. Die alten Füchse von euch wissen, was ich meine. Mit einem Bleistift. Ich habe meine damals immer nur geköpft und dann neue. Ich habe mir immer 2 Kerner von AMD geholt und habe daraus 4 Kerner gemacht. Meistens hat's geklappt, weil AMD hat die nicht Laserlock gemacht. Also viele von denen nicht. Und das waren ja alles 4 Kerner. Und wenn da ein paar Kerne nicht ganz stabil liefen, dann haben sie daraus ja gleich einen 3 Kerner oder 2 Kerner gemacht und die daraufhin verkauft. Und dann konnte man die freischalten. Ja, damals war es anders. Da hatte man noch einen 800 MHz Prozessor. 31 MB Grafikkarte. Oh, lecker. Meine erste CPU? Ne, Quatsch, ich habe gelogen. Meine erste CPU war ein Intel. Und zwar ein P2 Slot Prozessor. Habe ich noch irgendwo. So ein langer Prozessor. Zum Raufstecken aufs Board. Mit 266 MHz. Ne, mit 200 MHz und Turbo-Taste auf 266 MHz. Ja. Jedes Handy war schneller. Und meine erste Grafikkarte, meine richtig geile Grafikkarte, die erste war eine Riva TNT 2. Also ihr seht, ich war schon immer Nvidia. Riva TNT 2. Und seitdem habe ich alle GeForce-Karten gehabt. Alle. Also von jeder Reihe immer, ne? Die 9er, Turbo-Beschleuniger, 3D-Beschleuniger, die du noch extra ins Gehäuse reinsetzen musstest. Ja, die Voodoo-Karten gab es ja damals auch, ne? Bin auch sehr geil. Zeig mal deine Chords, dann renne ich schnell zu dir. 208 und 137. Muss mich mal eine abholen hier. Muss zum Central Lake. Da sind Essenspflanzen. Okay. Oh, ich bin beim Central Lake. Mach mir mal deine Koordinaten. Minus 50 war das von 5. Glaube ich. Minus 50 und 50, ne? Du hättest mal eine Frage, dann frag, Major. Kein Problem. Fragen Sie schnell los. So, wie komme ich jetzt? Ich habe eine 89 mit 4 GB und die kommt langsam an die Grenzen. Ich könnte mir jetzt entweder eine 4 GB und Crossfire holen oder eine 89 mit 6 GB oder eine 1080. 1080. Würde ich gar nicht mehr überlegen, 1080. Hat die bessere Architektur. Ist einfach schneller. Die 10er-Reihe ist wirklich sehr gut. Bombastisch. Bombastisch. Also wenn du die Kohle locker sitzen hast, dann 1080. Definitiv. Hau dir keine zwei Karten rein. Mach die 1080. Boah, das ist auf, ey. Haben wir auch extra gemacht bei der 1060. Ich kann meine nicht auch im DI leider nicht fahren. Das geht ja mit der 1060 nicht. Ah. Meine. Bei Nvidia gibt es keinen Crossfire, oder? Ja, das heißt, doch, die kannst du zusammenpacken, die Karten. Ja, aber Crossfire ist bei AMD-Karten. Genau, bei Nvidia heißt es anders. SLI-Bonus. SLI, genau. So, jetzt muss ich... Warte mal, denn ich kann dir die Koordinaten geben. Minus 25. Minus 25, 56. Na, ich muss gucken. Okay, ich bin jetzt 166 und 51. Also ich pushe ihn auf jeden Fall. Ich folge, ich pushe jetzt einfach, oder? Also ich bin am Centralsee. Wo kommen wir da hin? Minus 33, 43. Wie viel kostet die bei mir? Lohnt sich nicht, Major, kauf anders. Das ist bei mir, lohnt sich das wirklich, wenn... Ich kann mal gucken, aber... Bei mir lohnt sich das wirklich, wenn du einen ganzen PC bei mir kaufst. Dann kann ich echt gute Preise machen, aber so einzelne Hardware ist immer so... Kann sein, dass ich die mal gut reinkriege, aber... Wäre schwierig. Jetzt wird mir gefolgt hier, ist ja gar nicht. Ist jetzt irgendwie in die Richtung 137, okay. Aber nimm die 1080, wirklich. Wie gesagt, wenn Geld keine Rolle spielt, dann nimm sie. Also mir persönlich war es zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb habe ich die 1070 genommen. Ich hatte echt überlegt, 1080, aber... Also für mich hat das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nicht gestimmt, weil die 1080 ist 12% ungefähr schneller als die 1070. Und da liegen bei aber Caseking dann mal eben 200, 300 Euro dazwischen, glaube ich, ne? Da habe ich gesagt, ne. Das war es mir dann doch nicht wert. Oh, ich sehe Major. Aber das ist eine fette Bude auf jeden Fall. Kauft die bei Mindfactory? No, ja, die machen ab und an auch ganz gute Preise, doch. Caseking ist auch gut, die gibt's schon ewig. Da habe ich mein erstes Mod-Zeug damals gekauft. Ich habe meine Grafikkarte bei Caseking gekauft, war super schnell da. Aber Mindfactory ist auch gut, kann ich auch empfehlen, ja. Wo wir drauf treten, sind unsere Pflanzen. Ich sehe das schon die ganze Zeit. Ja, die hier oder was? Was meinst du für Pflanzen? Welche soll ich denn jetzt essen können? Diese Büsche hier eigentlich, ne? Kriegt man einen guten PC so um die 1000 Euro? Ah. Was heißt gut? Ja, es ist okay. Aber es ist kein i7. Ne? Also 1000 Euro ist so i5-Klasse. Vielleicht noch eine 79, aber 10er-Reihe auf gar keinen Fall. Also wenn der Rest der Hardware stimmen soll. Das ist auch mehr ganz wichtig. Wie gesagt, wenn ich einen Rechner verkaufe, verkaufe ich keinen Schund. Da ist ein Kingston drin, da ist MSI drin, da sind gute Netzteile drin. Ich verkaufe keine China-Böller. Komischen. Also gute Netzteile gehen so ab 70 Euro los. Also was anderes verkaufe ich auch nicht, weil da habe ich sonst nur Ärger mit. Dann SSDs drin. Aber 1000, ja, Mittelklasse, Mittelklasse. Gute Mittelklasse kriegst du auf jeden Fall dafür. Für 1,6, sag ich mal, kriegst du... Oh, ich seh dich. Kriegst du schon was Gutes, was sehr Gutes, ja. Aber 1000 ist noch okay. Also 1,6 ist schon i7 auf jeden Fall. Meiner ist von Hurricane. Meiner ist von ISPC. Von mir selbst. Also ich mache das schon seit ich 13 bin, baue ich schon an Computern rum. Also ich weiß da auch, was ich tue. Was für einen Preis für einen PC. Rombe, lass doch den armen Weli in Ruhe. Auch kein Weli. Das kommt drauf an, Seraxa. Was ist dein Budget? Es haben schon viele bei mir gekauft. Die Angie hat gekauft, der Sera hat einen Rechner bei mir gekauft. Sino, ganz viele Viewer haben schon PCs bei mir gekauft. Echt viele schon. Es kommt drauf an, was dein Budget ist. Aber bei sowas dann immer mich auf Facebook anschreiben. Und zwar auf meiner ISPC-Seite. Ausrufezeichen PC. Da kannst du mich anschreiben und fragen. Ich mach dann auch Angebote. Also ich bin die richtige Firma, ne Leute? Also nicht, dass ihr denkt, ich bin irgendein Hinterhof-Werkstatt hier. Alle mal bitte mit Bombe meckern. Der hat gerade einen armen Weli gekillt. Das macht man nicht. Ich bin richtig mit Steuern nochmal mit allem drum und dran, ne? Also ich bin schon 8 Jahre selbstständig. Ich habe meinen vor fast 2 Jahren 1,8 bezahlt. Und war damals... Top-Notch. Okay. 1,8 ist auch schon stattlich. Herndal hat bei mir gekauft. Der hat 2,6 bezahlt. Der hat auch eine richtig fette Putze gekriegt von mir. Da ist auch eine 1080 drin. Und eine Terabyte SSD. Und noch eine 500er SSD. Ja, ja, das ist... 2,6, ne? 10 Millionen Euro, oder? Was? Der hat schon eine richtige putzige, also richtig was Feines. Auch ein edles Gehäuse. Da kam das Gehäuse schon 150, glaube ich, allein. Los. Not bad, not bad, not bad. Also wie gesagt, bei Rechnerfragen schreibt mich bitte auf Facebook an. Ausrufezeichen PC. Da geht's geschäftlich dann. Gute Frage, muss erst wieder was sparen. Der, den ich jetzt habe, kam 740. Ja, für 740 würde ich dir gar nichts verkaufen. Weil da wirst du nicht glücklich mit. Also, man kann es machen, ja, man kann es machen. Ich habe auch schon Gamer-PCs für 800 rausgehauen, aber ist halt kacke. Du musst an der Grafik sparen, du musst... Ich versuche dann bei solchen niedrigen, wenn die Leute nicht viel Budget haben, versuche ich wenigstens eine gute CPU einzubauen, sodass man die Grafikkarte später nachrüsten kann. Dass wenigstens ein i5 drin ist. Zwar keine fette Grafik dann drin, aber das kann man später immer noch reinbauen, ne? Dann ist natürlich auch keine SSD drin und sowas. Genau. Guck mal, wie er mit dem Schwanz wedelt. Geil. Hm? Geh ja schon. Einzelhändler sind meist die bessere Wahl. Nieder mit dem Fließband-PC. Ja. Ich verkaufe auch nichts vom Fließband. Die sind wirklich alle handgearbeitet. Da ist sogar mein Blut überall mit drin. Nein. Also alle von mir handgearbeitet. Mit meinen eigenen Händen. Nichts vom Fließband. Das ist immer das Schöne dann. Ist meine DNA an den Geräten. Oh Gott, Major ist ein... Werde ich machen, Reise. Kannst dich drauf verlassen, ja, ich merke es. Nee, ist kein Problem, Seraxa. Wie gesagt, schreib Ausrufezeichen PC. Ausrufezeichen PC. Merk dir meine Seite, ISPC Computersysteme. Da kannst du mich anschreiben, wenn es soweit ist. Und dann können wir ganz normal schnacken, dann können wir dann auch telefonieren oder was weiß ich. Ich mach dein individuelles Angebot und dann passt das schon. Wie gesagt, haben schon sehr viele bei mir gekauft. Meiner hat 1000 gekostet, kann aber alle Games auf Ultra oder sehr hohe Quali zocken. Ja, ja. Weil ich habe einen AMD 4300. GTX 57. Wurde ich gerade angeschlagen? Oh, Major hat mir das Bein gebrochen. Warum, Major? Er schreibt nur noch dreckig Muhaha. Warum macht er das? Warum machst du sowas? Oh. Alle Major jagen jetzt. Los, Chance, killt den Major. Angtacke! Ja, gar nichts. Boah. Ich muss irgendwas essen. Was kann ich hier essen eigentlich? Bleibt ihr da? Wir sind 4 Leute. Ja, ich glaube, wir bleiben jetzt kurz hier. Aber GTX 57 ist nicht gut. Vielleicht für die neuen... Nee, glaube ich dir. Das ist nicht gut. Enki don't care. Ja, ja, auf jeden Fall. What the fuck, Bonk. Alter. Einmal ist es fein geworden. Das geht doch nicht. Er lacht auch noch. Das gibt's ja gar nicht. Bisschen gemeine, ja, ja. Das macht jetzt eine Strafdonation. Was passiert, wenn ich über Major meine Beine hochschwinge? Stirbt er dann sofort? Weiß ich nicht. Kannst das ja mal ausprobieren. Wenn wir gerade den Clown gefrühstückt haben. I don't care. Ich muss erstmal warten, bis mein Bein wieder verheilt. Er kommt schon wieder angekrabbelt bei mir. Siehst du das? Wie so eine Wanze. Wie so eine kleine Wanze. Ich glaube, wenn er den Pachi einmal eine reindrückt, ist er tot. Ja, schon, ja. Hurricane Gaming PC, Intel i5, 6000 GTX 59. Ist das nicht gut? Nee. i5 ist okay, aber die 59 ist Schrott. Ganz vergessen. Was begattet ihr mich jetzt schon wieder alle? Warte, auf welchem Server seid ihr? Wir sind Jurassic 3. Hast du es endlich hinbekommen? Mensch, Toni. Jurassic Journey 3, kannst reinkommen. Wie gesagt, Seraxa, solche Firmensachen schreibt mich auf Facebook an, einfach. Das ist einfacher. Don't care about us. Zora ist Babyschand. Was? Warum das? Ist hier dieses Grooming aktiv? Ist in dem Dings gespawnt, im Nest, ne? Ich habe immer noch das Bein gebrochen, so eine Kacke, ey. Das gibt's ja gar nicht. Wenn man einen Celeron gewöhnt ist wie ich, werde ich sicher mit einem i5 eine AMD 4. Ja, alles ist besser. Ein Handy ist schneller als dein Rechner. Baby Shantu ist auch geil, ja. Ach, ist das schön. Mein Kuba wartet. Ruft nach mir. Ich höre ihn. Bringt mich. Bringt mich. Randy hat sie zum Nest eingeladen. Ja, dann kommt sie als Baby raus. Das ist natürlich scheiße. Jetzt rennt sie als Babydings, als Baby Shantu. Brauchst ja schon eine Stunde, bis sie groß ist, glaube ich. Bobbende ist der Krüppelvogel. Boah, cool. Das ist der Truthahn, Turkey. Der Turkey. Oh. Oh, schön. Haben wir eigentlich den Quali-Button heute, Leute? Ist der da? Boah, bottom, bum. Ich guck mal. Guck mal gleich, wie viele noch... Doch. Ist da? Ja, ich kann auswählen. Okay, guck mal noch, wie viele gerade wie alt streamen, bitte. Ich mein, oh ja, so, ja. Und auf welchem Platz ich bin. Wie lange braucht jetzt so ein scheiß Beinbruch, bis der verheilt? Das ist ja unglaublich. Danke, Major. Okay, also du bist mein Favorit, wenn der nächste kommen soll. Das ist schön, auf jeden Fall. Kannst du gerne machen. Wie gesagt, wirst auch vernünftig beraten. Kannst du Anschi fragen, kannst du alle fragen. Wie gesagt, alle, die bei mir gekauft haben. 1, 2, 3 Leute und du bist der mit den meisten Zuschauern. Yes! Wir sind jetzt wieder also runter auf 22. Ein komischer Franzose streamt. Wir waren vorhin 30. Und ein Spanier. Yeah. Die spielen beide auf der Map 4. Der Map, achso. Guckt doch keiner mehr zu. Wenn der schlägt, sieht das voll behindert aus. Achso, wegen dem... Ja. Wie lange dauert denn das Scheiß jetzt hier mit dem Beinbruch? Das kotzt mich gerade an. Major, Alter. Ja, lauf du weg. Kleiner Dackel. Wo sind denn hier Pflanzen, die ich fressen kann, bitte? Zeig mir das mal einer. Ich muss was essen, glaube ich. Was, wenn man kein Facebook hat? Dann kannst du mich auch... Ja... Schreib mich hier irgendwo an. Oh, ich kann wieder laufen. Kannst mich auch hier bei Twitch anschreiben dann einfach. Aber Facebook wäre schon ganz cool. Da kann man solche Sachen einfach viel besser abklären. Up and jubilant, this cannot make länger. Nest. Welche Pflanzen kann ich jetzt essen? Dann glaube ich gar keine essen. Kannst du nicht? Häng fest. Ich häng fest. Ich kann nicht rückwärts laufen, ich kann nicht vorwärts laufen. Jetzt komme ich wieder raus. Wo geht die jetzt hin? Weiß ich nicht. Ich will irgendwas essen, aber ich weiß nicht, was ich hier essen kann. Welche Pflanzen kann ich essen? Keine Ahnung. Also als... Wo konnte ich die Fahne essen? Die Fahne? Ja. Achso, ja, die anderen Fahne, ja stimmt. Die müssen ja hier irgendwo rumstehen, ne? Jetzt bin ich schon wieder die ganze Zeit V4 gewöhnt. Fliegt leider wieder aus dem Spiel wegen Battle Eye. Das braucht man dafür ja unbedingt. Ja, Battle Eye brauchst du auf jeden Fall, ja. Sonst war das nix hier. Einzoomen. Ja, und dann? Kleine Fahne da unten, oder was? Wie gehe ich denn nochmal schnell auf welcher Taste? Z. Einer muss die Kamera. Die Kamera ist bei mir total verwirrt. Weiß nicht, was ich essen soll. Nicht die blauen Pflanzen. Nee, ich suche ja was anderes hier. Ich kann hier irgendwie nichts essen. Ja, bitte nochmal einladen, Martin. Nö. Hast du überhaupt nicht verdient. Was? Ja. Ja, so ist das. Oder die Fahne hier? Jetzt sind die doch gar nicht, ne? Ich verhungere! Ich glaube, ich esse jetzt erstmal die blauen hier, damit ich überhaupt irgendwas esse. Und das andere kann ich nicht naschen. Die färben sich doch eh um, wenn ich da hingehe. Mal plopp. Krieg mal einen Punkt dann, ne? Hunger 73. 74, ja. Ich muss sie erstmal essen. Tut mir leid, ich habe nichts anderes gefunden zum Essen. Ah, das ärgert mich gerade wirklich, dass der Dings weg ist. Dass der Giga weg ist. Das ist echt ärgerlich. Ach, schade. Wenn ich hören will, muss verhungern. Wieso? Ich kann die doch essen. Muss man lieber wieder Fleisch fressen. Was willst du hier am Fleisch fressen? Hier läuft nichts rum, was wir essen können. Reinzoomen. Ich zoome doch schon die ganze Zeit rein, aber ich weiß nicht, was ich essen kann hier. Guck mal, ich bin ganz dicht dran. Kopf ist ganz dicht. Die, hier, jetzt sind sie da. Ja, alles klar. Die kann ich essen. Gut, jetzt weiß ich, welche das sind. Okay. Und die blauen, da verhungerst du doch nicht mit, wenn du die isst. Kriegst du immer einen Punkt dazu. Kann man essen. Nahrung, wir haben Nahrung. Wir geben ja auch nur einen. Geben auch nur einen? Ja. Ja, also wo ist da jetzt der Unterschied? Zu den blauen? Giga auf einen anderen Server machen. Nee, ich mach nicht nochmal den Giga. Wenn, dann mache ich den auf der V4 irgendwann. Aha. Ich wette, da laufen auch schon Gigas rum. Hat so lange gedauert mit dem Giga, also das ist Wahnsinn. Kann man sich noch duplizieren eigentlich? Das ist die einzige Chance, die man hat als Fleischfresser. Guck mal, ich esse hier die ganze Zeit aneinander Pflanze. Das ist Lag. Habe ich auch eben gehabt. Ah, jetzt ist das ein Lag. Doch, habe ich am eigenen Leib erfahren. Wie kannst du an den Dingern dann verhungern, wenn du immer einen Punkt pro Pflanze kriegst? Kano. Ah. Kano ist gelangt. Ja, Kano ist schon cool eigentlich. Aber... Mir weiß noch nicht. Musst du mit der Zeit gehen und einfach nur noch Schand spielen. Ja, ich will ja irgendwas töten jetzt hier. Irgend so einen dämlichen Fleischfresser, der mir gerade entgegenkommt. Mich hat heute ein Giga gekillt, obwohl ich Utah war. aber der war irgendwie schneller. Echt, der Giga ist schneller als der Jutta? Das ist krank. Achso, auf der V4. Der V4 hast du schon als Fleischfresser, bist schon weitergekommen? Krass. Was hast denn du da gefressen? Das dauert so ewig, bis du hier voll genascht bist. Oh, oh, oh. Normal Jutta ist gebufft worden. Ah, alles klar. Alu ist inzwischen langsamer als der Alu. Zumindest. Okay. Kannst du mal deine Koordinaten durchgehen? Ja, so, dass die meisten Kanu-Spiele einfach nur Arschlöcher sind. Ja. Oh. Oh, Leute. Lange mache ich aber auch nicht mehr. Oh. Klappern die Augen zu hier. Gibt's in der Nähe einen See, wo alle Tacos spawnen? Ah, so. Dann hast du dich da aufgehalten einfach. Ist ja mies. Das ist furchtbar, ja. Tacofresser. Und vom Taco-Strich, da hinten kommt Paco. So. So, wo wollen wir uns jetzt sammeln nochmal irgendwie? Aber ist glaube ich auch scheißegal hier. Wir sind hier eh alle zusammen rum. Arschlöcher passt doch zu uns, ja. Ich hab Kanus voll gerne gespielt, aber lohnt sich ja leider nicht mehr. Nee. Buschi, schlaf gut. Ich mache jetzt auch gleich Feierabend hier. Oh. Bin ganz schön fertig vom Tag heute. Ja, jetzt noch Schlummertrunk und dann ab in die Federn. Ja, so machen wir das. Wir haben auch schon wieder dezent überzogen, ne? Ist ja auch in Ordnung, glaube ich. Halbe Stunde oder was haben wir überzogen? Ja, ne? Ja. Bist du noch da oder bist du schon kaputt? Was? Bist du noch da? Bist du mal auf hier rum zu wählen, Paco? Also ich logge mich jetzt hier vorne aus, Leute. Ich mache jetzt nochmal ein Safe-Logout und dann weiß ich, wo ich bin. Weiß ich nicht, aber ist egal. So, ich weiß noch nicht, ob ich zwischen Weihnachten und Silvester streame. Weiß es noch nicht. Würde sich anbieten. Eventuell streame ich. Kündige ich aber auf meiner Facebook-Seite an. Ganz wichtig, meine Facebook-Seite. Da schreibe ich alles hin. Auch wenn mal was ausfällt oder so. Das ist immer ganz doll wichtig. Wie gesagt, auf meinem YouTube-Kanal kommt jeden Tag ein. Wie weit bist du mit Gothic? Ja. Ja, nicht viel weiter. Mach das fertig. Morgen ist der 24. Wenn ich Glück habe, bekomme ich das Spiel, was ich wollte. Das ist cool, ja. Was hast du gerade gesagt? Was? Hast du gerade was gesagt, ne? Das dauert noch ein bisschen. Ich werde jetzt auch ins Bett gehen, wünsche euch allen schöne Feiertage. Ja, dir auch von See. Falls wir uns nicht mehr sehen, ne? Vielleicht sehen wir uns auch noch nächsten Dienstag wieder. Weiß ich noch nicht. So, ich mache jetzt erstmal hier ein Knockout. Ein Knockout quasi. Connection to the server has been lost. Ich bin gerade rausgeflogen, oder was? Ich wurde sogar noch gekickt eben. Geil. Geil. Jetzt schön der Charakter weg. So, Moment, ich muss mal switchen hier. So, quit, quad, quad. Major ist voll der Drecksack. Wer ist der Drecksack? Major. Warum? Der haut hier einfach die ganzen Leute. Der Drecksack. Haut er jetzt einfach die ganzen Leute an? Ja. Nochmal links und rechts Knochen brechen. Oh, ist der mies, der Typ. Das gibt's ja gar nicht. Ja gut, scheiß auf Pflanzenfresser, ne? Wir haben jetzt nicht lange gebraucht, um ihn zu... Er ist zufrieden. Nächstes Mal müssen wir alle mal einen Stampfer auf ihn machen. Warte, ich kann das ja jetzt machen, wenn er sich irgendwo hinlegt und es nicht erwartet. So, dann allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Ja, dir auch, Toni, dir auch. So. Ich will dann, wie gesagt, hau ihm mal noch so einen Stampfer rein. Richtig schön, mit Schmackes. Der Stream hat durchgehalten, finde ich gut. Ich habe keine verworfenen Frames, sieht alles super aus. Dürfte auch nicht geleckt haben. Gott sei Dank. Du kleiner, du. wünsche ich dir mal in deiner Familie schon frohe Weihnachten. Ja, danke, danke. Euch auch. Wie gesagt, euch allen ein frohes Fest und besinnliche Tage. Haut ordentlich rein. Ich sehe danach immer aus wie eine Kugel. So eine Christbaumkugel. Ja. Ja, das ist, ich freue mich, schon so auf die Klöße und alles. Geil. Klöße sind geil. Rache des Velos. Genau. Herzchen für uns alle. Herzt euch mal alle gegenseitig jetzt hier. Ich will ganz viele Herzen sehen. Für Weihnachten kommt, herzt euch nochmal alle. Auch dir nochmal vielen Dank, Major, für deine Donation. Ja. Oder kappert euch, ist mir auch egal. So noch heute arbeiten. Ja, zieh durch, das schaffst du auch noch. Ich mache nachher um 14 Uhr kommt meine Mutter rüber und dann machen wir Kartoffelsalat. Für Heiligabend. Kartoffelsalat mit Mutters und Oma. Schmeckt geil. Da kommt auch ein bisschen Muskatnuss rein. Ey, selbstgemachter Kartoffelsalat ist Bene. Beste, Leute. Beste. Wunderbar geil. Genau, Herzchen. Herzt euch geil. Pimmelt euch selber los. Richtig. Herzen will ich sehen hier. Ja, ist nur für euch. Nur für euch. Geil, ich sag irgendeinen Scheiß und ihr macht das auch noch. Geil, ich liebe euch. Nein, super. Oh, stimmt, heute war wieder lustig. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn die V4 doch noch ein wenig optimierungsbedürftig ist. Was, sie funktioniert doch wunderbar. Es funktioniert eigentlich nichts in diesem Spiel, aber wir haben wenigstens mal ganz schnell zum Schanto geschafft. Ist ja auch nicht schlecht. Ich wünsche euch noch nicht einen guten Rutsch, weil ich, wie gesagt, eventuell noch streamen werde. Das weiß ich noch nicht. Ne? Wenn ansonsten nicht, dann wünsche ich euch auf Facebook einen guten Rutsch. Mach ich nochmal so ein Drunken-Video und dann ist gut. Nein. Du hast mich noch nie ohne Mütze gesehen? Setz mal ab. Nee. Das kann das sieht man noch in den ersten The Isle-Folgen. Ja, guck dir meine alten Videos an. Also ich habe keine Geheimratsecken, ich habe auch keine Glatze. Ich habe die einfach nur aufgesetzt, weil ich sie stylisch fand. Ich habe einfach nur gerade kurze Haare, aber die sind gar nicht so kurz mehr. Ich muss die unbedingt schneiden. Ich habe sonst immer 3 mm Kurzhaarfrisur. Und die Mütze hatte ich irgendwann mal aufgesetzt. Aber guck mal die alten Streams, da habe ich keine Mütze auf. Kann meinen Kopf nicht entblößen jetzt. Wie gesagt, ich muss schneiden unbedingt. Ich habe bestimmt jetzt schon wieder 12 mm oder so. Das muss ich dringend jetzt abrasieren. Sieht scheiße aus. Ich habe auch schon einen Undercut gehabt. Das siehst du in den ganz alten Let's Plays von mir. Da habe ich die Seiten ganz kurz und oben dann so lang die Haare und dann nach hinten geschmiert. Alles schon gehabt. Das ging mir nachher auf den Sack, dann habe ich die einfach abgeschnitten. Jetzt schneide ich mir die immer selber. Und wieder mal haben alle wie all gehasst. Ne, wir hassen es ja nicht. Wir haben nur Sachen festgestellt, die nicht so optimal liefen. Bin vom 25. bis 4.1. weg. Also wenn, dann bitte kein VR-Stream. Ah, nee, Forest, denke ich mal. Nächstes Mal wird wieder Forest geben dann. Ist ja auch ganz lustig. Kriege ich mehr Follower. Aber weniger Viewer. Montag ist ja auch noch frei. Ja. Ja, stimmt. Schöne Feiertage. Danke, Nico. Die Mütze ist auch mit mir verwachsen. Die kann ich nicht absetzen. Dann kippe ich sofort tot um. Ich werde die Mütze mal irgendwann verlosen. Schön vollgeschwitzte Mütze, die werde ich irgendwann verlosen. wenn ich 10.000 Abonnenten habe, dann verlose ich meine Mütze. Du hast mal Gothic Let's Played. Was habe ich? Weiß ich nicht. Ich habe Gothic 3 mal angefangen zu Let's Playen, ja. Oh Gott. Mhm. Glaube ich 20, 25 Folgen gemacht, dann ging es mir ja nur noch um den Zeiger. Ich habe es ja schon mal durchgespielt früher, aber. Ätzend, dieses Spiel. Es ist aber jeden Stream so, das ist echt witzig. Meinst du mit The Isle, Paco, oder was? Bei der Geburt schon die Mütze auf. Ja, die war gleich mit rausgekommen. Tat bestimmt höllisch weh, aber. Ich habe einfach eine offene Schädeldecke, darunter ist mein blankes Hirn. Deshalb muss ich die Mütze als Schutz aufsetzen. Hoffentlich wart ihr alle artig. Das habe ich zu meiner Tochter immer gesagt. Wenn die so ein bisschen rumgezickt hat, habe ich gesagt, warst du artig? Die glaubt nämlich noch an den Weihnachtsmann. Das ist das Geile. Kannst du dir noch schön drohen mit, weißt du? Macht richtig Spaß. Wenn du böse bist. Wir gehören zur gleichen Rasse, Martin. Nur einer anderen Art. Ah, mysteriös. Hm. Hast du das eigentlich jeden noch hochgeladen? So. Ja, man muss ja ein bisschen flamen. Nein, Paco, wir lieben das Spiel. Also das würden wir es ja nicht spielen. Was? Wir stellen nur Sachen fest, die nicht funktionieren. Rasse, Müchsenträgerart. Wolle und Kaschmir. Oh. Mal 4-3 gespielt. Du bist eher Hip-Hop-Style? Nee, ich bin alles andere als ein Hip-Hop. Warte, du bist voll der Hip-Hop, Alter. Ich hab die Mütze einfach nach hinten gedreht, weil es cooler aussah. Ich habe auch schon einen Hut aufgehabt hier, den müsste ich auch mal wieder aufsetzen. Wird die Mütze gewaschen. Selten, aber sie wird ab und zu mal gewaschen. Fast so großes Hirn. Die Mütze muss es zusammenhalten, damit es nicht rausfällt. Ja. Damit es euch nicht anguckt. Ab und zu redet es mit mir. Jason, come to mommy. Kill them all. Kill them all. Oh. Mit dem sei artig, damit kommen die Eltern aber auch immer an Weihnachten. Ne. Da funktioniert's auch nur. Daku. Oh, nee. Oh, Leute. Hast du das gelöscht, das Gothic 3 Let's Play? Nee, es ist noch da. Habe ich nicht gelöscht. Ich lösche keine Let's Plays. Ich pausiere oder breche sie ab. Muss gucken unter, das ist unter Sonstiges, wenn du weiter runter scrollst. Boah, da ist es. Ja. Tolle Aussichten. Die erste Folge ist total am Lecken bei mir. Da habe ich näher herausgefunden, wie ich das umstelle, dass es nicht mehr leckt. Ob die erste und die zweite und die dritte lecken total? Ich weiß das gar nicht mehr. Man gewöhnt sich aber dran. Aber da musste ich irgendwas an der Grafik umstellen, da hat es nicht funktioniert. Weil das Game ja total buggy war, weißt du ja noch, ne? Ja, ich habe die Retail-Version gehabt, als es damals rausgekommen ist. Ja, ich auch. Und da ging gar nichts. Schöne rote. Ja. Ah, wann kommen die Autogrammkarten? Achso, die Autogrammkarten. Ach, so ein Quatsch. Was will man denn Autogrammkarten? Also, dafür muss ich noch ein bisschen wachsen, oder was? Wie schön. Ja, mal gucken, was zu Weihnachten kommt. Ein Gamer-Stuhl mit Klo, ja. Die X-Ray ist ja schon geil, ja. Bei uns gab es letzten Weihnachten nur Streit. Ach, das kenne ich. Du, wenn wir zu Schwiegereltern fahren, das kenne ich. Sobald es in die Richtung Politik geht, Leute, habt ihr sowieso verloren. War doch ein Scherz. Oha, ich habe eine Schwester, die muss ich immer und mit jedem über... Ja, hast du immer. Nein, Seraxa, du kriegst eine Autogrammkarte. Autogrammkarten? Oh. Ich hab sowas sogar. Ja? Nee, aber keine Autogrammkarten, einfach ein Flyer von der letzten Gamescom. Hatte ich mit meinem Bruder da irgendwie zusammen gemacht gehabt. Und da haben wir dann auch einigen auch unterschrieben, aber... Pff. Ich will noch so ein Dino-Liebe-Shirt rausbringen. Sowas will ich noch raushauen. Ich muss da echt nochmal was designen. Einfach nur so ein Fanartikel. Wie gesagt, an den Shirts, da verdienst du eh nichts dran, aber darum geht's auch gar nicht. Aber so Dino-Liebe ist schon cool. Würde ich auch bei Gamescom anziehen dann. Autogrammkarte von Muddy mit Duckface. Wow. Ihr seid doch ekelhaft. Was stimmt mit euch nicht? Sind alle so jung, deswegen. Duckface, Gott. Weil vielleicht schneit's ja. Ja, du, Schnee wünsche ich mir wirklich nur um die Feiertage. Bei uns danach brauche ich keinen Schnee. Ich brauche keinen Schnee. Wenn du jeden Tag irgendwo mit Auto hinfahren musst, Schnee ist widerlich. Scheiße. Richtig scheiße, ja. Richtig kacke. Ich will einfach trockenes Wetter haben, finde ich. Richtig. Es kann Heiligabend, kann's ab Mittag richtig, bäm, richtig geil Schnee, dass du nachmittags mit den Kindern nochmal raus kannst. Erster Weihnachtsfeiertag kann auch noch Schnee liegen, straßenfrei. Zweiter Weihnachtstag Schnee, danach bäm. Frühling und Sommer. Singt deine Tochter auch die Eiskönigin-Lied? Ja, ich kann es nicht mehr hören. Kann es nicht mehr hören. Let it go. Let it go. Oh, hör auf. Nein. Sie hat sogar eine singende Elsa-Puppe. Gott. Mhm. Wo die Batterien nicht alle gehen. Sie singt in 4, 5 verschiedenen Sprachen. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Wann gibt's den ersten 24-Stunden-Stream? Nee, niemals, glaube ich. Das packe ich nicht. Was? Schaffe ich nicht. 12er würde ich vielleicht noch schaffen. Ich mal machen. Mit ganz viel Unterstützung. Aber wann soll ich das machen, Leute? Ich habe hier nie einen Tag frei. Auch ich mal und dann streame ich. Herrentag könnte ich das machen, aber da bin ich hier mit Knotosaurus und das ist bestimmt besoffen. Da mache ich bestimmt keinen Stream. Das ist ja lustig. Nee. Let's drink. Mm-mm. Nein? Sowas mache ich nicht auf Twitch. Ein Let's Eat machen. Das wird alles, du sagst irgendwas Falsches oder so, es wird alles gegen dich verwendet. Sowas mache ich nicht. Da bin ich nicht mehr Herr meiner Sinne. Also die Massen, die ich da trinke, also einmal im Jahr. Wird scheiße. Maddeln. Schnee ist toll. Möchte auch Schnee. Wer sagt, Schnee ist toll? Alle. Oh, ich laber euch schon wieder voll hier, ne? Es wird auch nicht weniger. Ihr geht ja auch alle gar nicht, ne? Was ist los mit euch? 48 Stunden. Schneit es nie, bei uns regnet es zu Weihnachten. Ja, irgendwie, weißt du? Ne? Also, als wo ich Kind war, war immer Schnee zu Heiligabend. Immer. Das weiß ich noch. Aber jetzt schon ewig nicht mehr gewesen. Meistens schneit das ja immer so Februar nochmal. Februar, März. Ja, im März oder April dann, wenn du denkst, ja. Meine noch nicht, aber so ein Zauberstab mit Schneekugel drauf, der singt, ach du Scheiße, ja, ich kann das, ich verstehe das völlig, also unsere hat auch so ein Eiskönigin-Kostüm, dann zieht sie das jeden Tag an, dann springt er mal durch die Wohnung, wo du mir denkst, Alter, mich würden sie sofort in die Klapse einliefern, weißt? Müsst das mal machen. Kleidchen anziehen und draußen Let It Go singen. Mal gucken, wie lange die Bullen brauchen, bis sie mich einbuchten. Ich bin da mal weg, alles klar. Hast du nicht auf dem Film? Ich bin da mal weg. Nee, das war doch das Buch von Harve Kerkeling, oder? Ah, genau. Das ganze Leben ist ein Quiz. Wir sind nur die Kandidaten. Hey, es ist Vorweihnachtsstream. Da darf man auch mal überziehen. Warum ist die Quali so scheiße von? Findest du das süß? Ja, es ist auch süß. Alles klar, Energizing, dann Dino Liebe. Hier auch einen schönen Weihnachtsmann. So, jetzt muss ich aber wirklich machen hier. Jetzt haben wir hier nochmal ganz lange überzogen hier, ganz komisch. Keine 10 Minuten wahrscheinlich. Hat die nicht gehen lassen. Ja, ihr labert mich hier fest, ne? Das gibt's ja gar nicht. Gönnt mir meinen Kuba nicht, ne? Mr. Gib. Mieses Pack. Jetzt fragen sie mich schon, wann hast du heute angefangen zu streamen? Um 23 Uhr. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 23 Uhr. Und nächstes Jahr wahrscheinlich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Immer ab 23 Uhr, ich kann nicht früher. Musste mit deiner Tochter zusammen machen. Ja, meinst du, was ich mache hier? Darf bloß keiner sehen, was ich mache. Was? Oder sie hat dann geschockt. Den Kindern stellst du einen Karton rein, das geht immer ganz gut. Ja, offiziell bis 1 Uhr, aber siehst du, es wird immer überzogen, ja. 15 Parts noch. Ui. Wie 15 Parts noch? Muss ich noch uploaden. So viel hast du schon voraus aufgenommen? Ja. Machst du gerade so Bock drauf schon wieder eklige, bam! Eklige Schleichwerbung für dich, ne? Was? Ja. Nee, alles gut, um Gottes Willen, alles gut. Oh. Ja, ich kenne das, aber meistens schaffe ich es zeitlich einfach nicht durchzuziehen. Kommen auch mal Streams, die ich schauen kann während der Schulzeit. Ach, schlecht, ich kann immer nur ab 23 Uhr. Es geht nicht an. Es geht leider nicht. Aber ich lade jeden Stream nächsten Tag auf YouTube hoch. Also könnt ihr euch da auch nochmal reinziehen dann. Für Zeit für den dritten Tag. Ja, du, das ist immer so eine Sache, ne? Muss ich gucken, wie ich das alles zeitlich schaffe. Aber ich denke mal schon. Aber ich will mein YouTube auch nicht hängen lassen. Das ist meine Hauptsache. Das ist immer auch ganz schwierig hier. Bis 1 Uhr streamen, bis 2 Uhr quatschen. Ja. Die Dosis, Martin, reicht nicht mehr. Sind immer noch 18 Zuschauer. Was ist los, Alter? Was stimmt dann bei euch nicht? Oh Mann. 17, siehst du? Ja, hat er gleich gehört, Alter. Zack und weg. Ekelhaft. Ekelhaft. Ekelhaft, diese Menschen. Live ist halt schon nicer, ja, auf jeden Fall. Aber ab 22 Uhr, dass meine Frau noch wacht, das wird gar nicht, wird überhaupt nicht funktionieren. Da bräuchte ich ein extra Zimmer oder so. Geht leider nicht. Und einen guten Rutsch von mir. Das war's von mir. Peace out. Hau rein, Paco. Ich denke, ich werde nächste Woche noch streamen. Ich denke, ich komme nicht drum rum. Also. Was? Ich denke, ich werde es machen. Wie gesagt, die Feiertage sind ab Dienstag ja vorbei. Weil in den Ferien haben wir einfach die Chance, mehr Viewer noch abzugreifen. Mehr. Ich denke, Dienstag wird es mit Forest weitergehen. Bist du dabei eigentlich wieder? Ja, ne? Ich? Ja, ne? Ja. Da haben sie ja alle Urlaub. Ich denke mal, Knotencode wird auch dabei sein. Ich denke mal, Dienstag machen wir mit Forest weiter. Weil Ferienzeiten muss ich ausnutzen. Wäre ich eigentlich schön bescheuert, wenn ich da nicht streame. Da gucken ja viele zu. Ja. So, habt ihr mir wieder 5 Minuten abgeluchst hier, ne? Geht ja gar nicht. Ich bin so nicht unterhaltsam, Leute. Oh Mann. Hier, Amazon, 1000 Blitzangebote, da raufklicken. Hier, zack. Und irgendwas kaufen. Bestellt über meinen Ref-Link. Klickt der jetzt mal drauf. Und dann? Ist da überhaupt noch irgendwas hintergelegt? Weiß gar nicht, ob das Angebot schon lange raus, ne? Sonderangebot Elektronik, Kleingeräte. Echt? Ist da noch was hinter? Eine reduziert bis zu 60% auf Games. Funktioniert der Link noch? Hier, MMOGA, da könnt ihr auch einkaufen. Auch gut. Ja, kann zum Beispiel hier Espresso-Maschine kaufen. Ich hatte nicht gedacht, dass der Link noch funktioniert. Das war mal so ein Angebot. E-Book. Donnerstag, Ark. Nee, mal gucken. Mal gucken. Ark. Wir brauchen einen neuen Server unbedingt. Wir müssen einen neuen Ark, alles kaputt. Ich geh dann mal hoch zu meinem Bruder. Stör die LAN-Party ein bisschen. Ziehen den Saft raus. Geh zur Hauptsicherung bei euch und mach einmal. Und in seinem Zimmer die Dann hörst du die alle schreien da oben, glaub mir. Einmal die Hauptsicherung umlegen. Du hörst alle schreien. Und dann die kaputten Rechner, die kannst du dann zu mir schicken. Dürfen bei Ark auch alle mitspielen. Ja. Alle. Ich mache eigentlich nur Viewer Games, ist mir auch aufgefallen, ne? Ja. Mach nur Viewer Games eigentlich. Ja. Macht ja auch am meisten Spaß. Wenn man schon mit dem Typen streamen kann, dann geht das auch. Bis jetzt hat es auch immer gut funktioniert, außer bei The Forest letztes Mal. Aber ich glaube nicht mal, dass das einer von uns war, einfach. Ich glaube, das war einfach. Einfach so ein Trottel, der hat sich was rausgesucht. Oh, guck mal, das war eigentlich ein paar Leute drauf, einfach nur dumm. Aber ansonsten hat das immer geklappt mit den Viewer Games. Also da bin ich auch stolz drauf. Aber bei Ark war es auch schon grenzwertig, aber. Ist ja jetzt auch schon wieder so, dass ja. Da würde es ja etwas Werbung machen. Wo würde ich Werbung machen, hä? Was meinst du jetzt gerade? Da würdest ja etwas Werbung machen. Was meinst du, Seraxa? OPS? Okay. Astroneer. Ja, weiß ich nicht. Das ist doch so eine ekelhafte Grafik, ne? Viewer Games ist ja auch das Geilste, was man sich an Streams anschauen kann. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man eine vernünftige Community hat, sag ich mal, macht das auch Spaß. Oh Gott, ist das hässlich. Ja, das ist, glaube ich, nichts für mich. Oh Gott. Arg weiter oben lesen, bitte. Kann jetzt nicht mehr hochscrollen, doch. Warte mal, ich bin faul. Nee, das ist so eine komische Comic-Grafik. Nein. Für mich gar nichts. Hä? Na dann schlaf schön, Madi und Küss und der Rest. Ich kann euch einen geben, der ist los, außer Server. Ich mein Treib. Ach so, ein Server meinst du? Schreib mich mal auf Facebook an, bitte, dann einfach wegen sowas. Hast du, glaube ich, schon gemacht, oder? Hast du schon mal von Ark Park VR gehört? Nee. Ja, weil du das bei Ark eigentlich die Dinosaurier spielen kann. Soll das kommen? Ja. Echt? Doch in Entwicklung, ja. Das war hart dann. Nicht schlecht. Das ist sowas wie, ja gut, das ist das, was jetzt Dings kann, ne? Was VR kann. Donny kriegt ja mächtig Konkurrenz dann. Oha. So, jetzt gehen die Viewer runter. Jetzt heißt es, wir können Schluss machen. It's time to say goodbye. So, danke, dass ihr alle da gewesen seid. Danke an die Donation. Danke an den guten Chris hier im TS. Ja. Der meine zittrige Hand hält. Ja. Genau, gib mir das mal durch, Siraxa, alles klar. Ich denke, wir sehen uns Dienstag wieder und es gibt für... Hört auf zu labern jetzt, Leute. Genau, Herzen mich nochmal alle voll hier. Ich möchte eure Liebe jetzt spüren. Richtig hart. Ich will die harte Liebe haben jetzt. Nicht Kappa hier, Mensch, sag mal. Das ist meine Liebe. Liebe für mich jetzt. Liebe nur, jetzt only für mich jetzt die Liebe. Liebt mich. Da kommt nichts, weißt du? Liebt euch selber alle. Ja, oh. Puh. Ihr seid ganz miese Typen. Nein, komm mal hier, Nico macht auch Herzchen. Nur 4? Ist aber mies. Ach so, hast du oben schon geherzt. Die anderen herzen alle nicht. Das gibt's ja. Da kommt nur Kappas, weißt du? Ich kick euch, bann euch alle. So, jeden einzelnen von euch bann ich weg. Das wird eine Vernichtung der Erde. Oh Mann. Siehst du, guck mal, die ganze Mull-Familie, da krieg ich jetzt auch Herzchen. Möge der Mull mit euch sein. Ja, und Cover dazwischen ist okay. Kann ich mitleben. So gut, jetzt bin ich auch wirklich weg, Leute. Okay, dann frohe Weihnachten. Habt einen schönen Weihnachtsmann. Und ich denke, bis Dienstag. Das war Martin und der Chris. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss.